Moin, moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute ist Donnerstag. Das heißt, wir sind, ja, wie alle zwei Wochen bei Hovisim Racing zu Gast hier im Sprint Cup. 10 Rennen insgesamt. Heute sind wir beim dritten, also 2 haben wir schon hinter uns. Und das dürfte auf jeden Fall ein sehr, sehr, ja, unterhaltsames Rennen werden. Wir sind nämlich auf Laguna Seca unterwegs und haben, ja, in alter Hove-Manier möchte ich fast sagen, sehr, sehr viele Autos wieder am Start. 38 müssen es sein. Also immer so an die 40 geht's hier ran beim Feld. Und ja, Laguna Seca, keine lange Strecke, keine breite Strecke, eine ziemlich enge Strecke. Also es wird auf jeden Fall interessant werden. Qualifying hat schon begonnen, Viertelstunde haben wir noch ungefähr. Das heißt, wir gehen mal auf die Strecke, schauen mal, wer alles dabei ist. Ja, ganz, ganz viele, wie gesagt, aber gehen wir mal rauf. Und moin, Goalgetter. Ja, schauen wir mal, was der Falk so auf die Strecke heute bringt. Werden es beobachten, dabei müsste er ja sein. Glaube, hat er schon gesehen. Aber wenn du das sagst, dann wird er auch dabei sein. Und Olli, moin, moin. Ja, Patrick, danke für dein siebter Monat. Ja, siebter Monat schon, falls du mich hören solltest. Der fährt nämlich auch mit. Also wünsche ich natürlich auch viel Erfolg. Ja, wir haben eine Viertelstunde Zeit. Die ersten Zeiten sehen wir schon. Stefan Monz hier gerade auf der ersten Position mit einer 22,6 und Tim Köster dahinter 700. Gerade mal hinterher. Also die ersten Zeiten kriegen wir rein. Ist ein bisschen Zeit. Hier muss man freie Fahrt bekommen. Die Strecke ist sehr, sehr voll, wie wir auf der Karte sehen. Was uns nicht wundert, bei 38 Autos. Wir nutzen die Zeit mal wieder, um hier ein bisschen durchzugehen. Oliver Braun sehen wir hier mit der niedrigsten Startnummer der Nummer 3 hier, HQTH Sim Racing, im Moment auf der 14 gelistet mit seinem McLaren. Ja, aber da wird noch einiges gehen, denke ich. Temperaturen, ja, ein bisschen wärmer, Strecke noch auf schnell. Schauen wir mal, ob es noch optimal wird. Dann wird es nochmal richtig spannend gegen Ende des Qualifyings, denn da werden die Strecken oder die Zeiten vielmehr natürlich nochmal ein bisschen schneller werden. Wen haben wir noch dabei? Pierre Brückner haben wir hier im Aston Martin für Sharks GT Racing. Und da sehen wir schon ein bisschen Curb mitgenommen. Sehr, sehr, ja, tricky auf dieser Strecke. Hier sehen wir mal diese roten Wurfcurbs an den Apex. Da muss man ranfahren, um schnell zu sein. Aber nicht drauffahren. Dann geht das dann mal, oder hier das Qualifying, mal ganz schnell zu Ende. Also wirklich ein, ja, Ritt auf der Rasierklinge. Also hier geht es dann den Berg hoch und dann geht es ja an einen sehr, sehr interessanten Abschnitt. Da wollen wir mal kurz hier noch draufbleiben. Geht zumindest durch eine schnelle Linkskurve, so eine schöne Senke. Auch da körperlich mit einem nicht zu weit rausgehen, da dreht sich das Auto gerne mal weg. Stefan Monz jetzt mit der schnellsten Runde, 22,4. Und dann geht es hier hoch zur berühmten Corkscrew. Wenn man da einen Tick zu spät bremst, dann ja, geht es eher geradeaus. Da ist das Auto nicht mal eingelenkt. Rechtzeitig umsetzen, nicht zu spät, sonst dreht sich das Auto nach links weg. Und dann geht es hier weiter in den Berg hinunter. Wieder dann gleich Richtung Stadtziel gerade hier. Ja, Play, frag doch einfach. Dann können wir dir vielleicht helfen. Dann gehen wir weiter zur Nummer 5, Peter Buchholz. Der hat noch keine Zeit gesetzt. Fährt für Soapbox Racing hier im BMW. Schauen wir mal, diese Runde wird es auch noch keine Zeit geben. Er fährt jetzt durch die letzte Kurve und dann geht es in die erste gezeitete. Maru Eldery haben wir hier. Da stehen so ein paar Autos auf Track. Wir sehen es, also auch im Qualifying nicht einfach. Auch sehr viel Verkehr, wie wir hier sehen können. Dahinter noch gleich ein Honda. Also Aston Martin wird hier gleich mal gejagt. Ist auf seiner gezeiteten Runde auf jeden Fall. Muss dementsprechend keinen Platz machen. Bisschen Pech für die hinteren Fahrzeuge. Aber ja, so ist das bei so vielen Autos auf einer engen Strecke. Dann gehen wir mal weiter zum Ferrari. Daniel Arning haben wir hier, der auch zu weit rauskam, gerade hier aus der Kurve. Damit die Runde leider ungültig. Hat aber schon eine solide Runde hingelegt. Platz 7 zumindest mal im Moment. Stefan Monz da vorne doch ganz gut, ja, erstmal auf der ersten Position positioniert. Hat auch schon wieder 3/10 im Delta. Remo Kipfer, den haben wir im BMW, den Schweizer, für Panther GT Racing. Da kriegen wir auch schon gerade die schnellste Runde, 22,082. Also ich bin mir recht sicher, Strecke auch optimal jetzt, dass wir nochmal eine 21er sehen. Oder vielleicht ein paar mehr. Gucken wir mal, Remo Kipfer holt sich jetzt nochmal frische Reifen. Dann haben wir Lamborghini von Nick Lehfeld, Freibeuter Racing Team, hier auf der 19 im Moment. Auch gerade hier in den letzten Kurven müsste das sein, die vorletzte jetzt. Auch schön nach innen geneigt hier, nicht zu weit rauskommen. Hier geht es aber auch in die Box für einen Reifenwechsel. Dennis Geser, der fährt den AMG. Den haben wir hier mit der Nummer 19 unterwegs. Schauen wir mal, wo hat der sich gerade platziert, auf der 27. Dann gehen wir weiter zu René Brey. Auch nochmal ein AMG für CDS Digital Motorsport auf der 34. Aber noch keine Zeit gesetzt. Also da müssen wir so einen Moment gedulden. Ist hier gerade durch die ersten Kurven durch. Ja, dann musst du fahren, damit du SR bekommst. Eigentlich relativ simpel. Wenn du aus den Rookies raus bist, dann kannst du ja auch die Sprint fahren und die 45 Minuten. Und wenn du da SR sammelst, hast du dann irgendwann 6,5.
Genau, SRS und CDA, die 45 und 25 Minuten Sprintserie. Das sind die beiden Serien, die oben rechts quasi stehen. Oder GT4 kannst du fahren und M2 natürlich auch. So, dann schauen wir mal. Jeff Ewerts haben wir hier im BMW für HyperX Racing Luxemburg auf der 16. Position. 1,9 Sekunden hinter der Pole Position, aber bringt schon wieder eine halbe Sekunde mit. Also da wird es jetzt nochmal einen Tick nach vorne gehen auf die 12. Bobt sich da so ein bisschen an die Top 10 ran. Tim Köster steht hier gerade mit seinem Porsche. Leider kein Team angegeben hier, Tim Köster mit der Nummer 26. Ja, vielleicht einen kleinen Off-Track gehabt hier, auch sehr beliebt, diese ja, Rechtskurve im ersten Abschnitt. Zu viel Körb mitgenommen oder zu weit rausgetragen, dann dreht sich das Auto gerne mal weg. Und oft geht es dann rechts in die Wand rein, wenn man zu schnell ist. Tim Köster hat aber auch schon eine sehr gute Zeit gesetzt, wir sehen ja gerade auf der zweiten Position. Dann haben wir Chris Haya, der auch gerade leider neben der Strecke unterwegs ist, der Honda HyperX Racing Luxemburg 2 auf der 5. Position. Also mitfahren kann er hier in den Top 10 im Moment, wobei die Abstände da zwischen 2 und 3 doch recht groß sind. Hier halbe Sekunde. Also da muss noch mal ein bisschen was kommen von den Hinterleuten. Vorne da jetzt zwei Autos doch etwas ja, unter sich im Moment. Aber wer weiß, wer hat hier schon freie Fahrt gehabt, wer noch nicht. Wer hat hier die Reifen auf Temperatur und ja, den richtigen Zeitpunkt gefunden, um eine schnelle Runde zu setzen. Dann haben wir Stefan Monster, den haben wir eben hier schon auf der 1 gesehen. Der in der Gesamtwertung Dritter ist übrigens. P1 im ersten Rennen aus Sandford hat also das erste Rennen gewonnen. Letztes Rennen in Donington. Ja, lief nicht ganz so gut. Platz 9, auch nochmal Top 10, aber insgesamt auf der 3. Position. Schauen wir uns nachher nochmal in der Gesamtwertung natürlich an vor der Startausstellung. Wir gehen weiter zu Friedrich Pfaffenroth für Soapbox Racing. Der Porsche mit der Nummer 35. Platz 32 im Moment. Also hat schon ein, zwei Autos hinter sich lassen können. Da fehlen jetzt noch ja, vier Autos, die eine Zeit setzen müssen. Obwohl bei, glaube ich, zwei gibt es, glaube ich, oder einer oder zwei. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher mit einer Quali-Sperre. Ich glaube, Platz 37 darf nicht rausfahren. Alle anderen müssten eigentlich rausfahren dürfen. Falk Moritz, der ist in der Box, der darf rausfahren. Den haben wir hier mit der 46 im BMW. Platz 22. Pierre Brückner direkt davor. Exakt 2 Sekunden hinter der Pole. Bin mal gespannt, wie dicht das nochmal zusammenrücken wird. Jakob Hausinger haben wir in der 47. DOD Racing, der hier auch gerade ein bisschen Verkehr hat. Ist auch auf einer schnellen Runde, wenn auch auf keiner guten. Aber wird hier offenbar vorbeigelassen und wird sich gleich nochmal auf die nächste Runde setzen. Oder begeben vielmehr. Ja, mit den Ranking bisschen verwöhnt am Anfang vielleicht. Aber einfach ist es eigentlich einfach auf die Serie gehen, versuchen sich zu registrieren und wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn es nicht sein soll, dann hat das schon seinen Grund. Aber eigentlich, wenn du aus Rookies raus bist, müsstest du das alles fahren können, außer die Pro Series. Da braucht man, ja, 6,5 glaube ich, SR genau. So, Danny Anwand haben wir hier, Panther GT Racing auf der 29 im Moment, 13. im Delta. Bleiben wir da doch mal ganz kurz hier drauf. Der ist nämlich gerade in den letzten Kurven unterwegs, jetzt in der letzten, somit die langsamste Stelle auf der Strecke, würde ich fast sagen. Gibt ja doch so ein paar härtere Anbremszonen hier und ja, bringt, wenn es stimmt, eine Sekunde mit. Ja, stimmt ja offenbar. 1,3 Sekunden jetzt nur noch Rückstand. Danny Anwand also hier auf der 16. Da können wir ja auch mal kurz gucken. Der ist Vierter in der Gesamtwertung. Der hat zweimal P6 geworden, damit 50 Punkte insgesamt geholt. Also hier gut unterwegs. Haben ja drei Klassen insgesamt. Die Gold, die Silber, die Bronze-Klasse. Einmal eine Gesamtwertung und entsprechend der drei Klassen nochmal Einzelwertung. Aber wir gucken uns daher mal die Gesamtklasse oder die Gesamtwertung an. Detlef Geep haben wir dann hier im Honda für Hovesum Racing 2. Ja, sehen wir ihn ja auch gerade im Verkehr da zwischen vielen Hondas im Moment. Position 6 im Moment hier mit 0,855 Sekunden Rückstand. Aber wir sehen, ja, so richtig kommt da gerade keiner ran. Wolfgang Busch auf der 3 inzwischen. Ja, nochmal ein bisschen rangekommen. Lukas Bergold, der Führende übrigens der Gesamtwertung, der hier im Ferrari unterwegs ist, auch noch 0,6 Sekunden hinter der Spitze. Dann haben wir Alex Cruz in der Box, für Cruz unterwegs, auch in den Top 10 im Moment. Daniel Pei auf der 34 im Moment gelistet, 3,3 Sekunden, kommt jetzt gerade mal in die Box rein. Das war leider zu schnell und deswegen wurde er hier zurückgesetzt. Dann haben wir Matthias Wegel im Audi für Hovesum Racing, Platz 29. Auch da kann ich ja mal kurz schauen. Ich brauche dringend einen dritten Bildschirm hier. Wo der sich befindet, Platz 4 in der Silberwertung. In der
Gesamtwertung ist er 10. Also in den Top 10. Platz 18, Platz 11 hat er sich jeweils geholt. Und damit auf jeden Fall mal ein paar Punkte abgestaubt. Hier ist er noch einen Tick weiter hinter, als er hier im letzten Rennen abgeschlossen hat. Aber mal sehen, was er noch raushauen kann. Thomas Schäffert für Soapbox Racing im AMG sehen wir hier auch. Auch er noch keine richtig, richtig gute Zeit gesetzt, offenbar. 4 Sekunden hinterher. Aber wir sehen schon, ersten Abschnitt absolviert. 4 Zehntel im Delta. Dann haben wir die Nummer 86, Michael Haaf für Freibeuter Racing Team. Platz 24, also mittendrin im Getümmel, kam aber gerade erst aus der Box. Da kriegen wir also diese Runde keine Zeit. Peter Lindner für CTS Digital Motorsport, da sehen wir das zweite Fahrzeug vom Team. Hier der AMG mit der 88. Auch er kann sich nochmal jetzt auf jeden Fall verbessern, wenn er das nach Hause bringt. Hier sehen wir die schöne Corkscrew. Bin mal gespannt, wer sich da traut, mal daneben zu gehen. Oder wer da den Fehler ausnutzen kann, wenn sich da einer doch mal wegdrehen sollte. Aber Peter Lindner, ja, ein bisschen was verloren leider. Jetzt auch noch ein bisschen Verkehr. Sehr, sehr ärgerlich. Die 85 ist das. Thomas Schäffert, den wir gerade gesehen hatten. Weiß gar nicht. Jetzt bricht er die Runde auch hier ab. Lässt ein bisschen Platz nach vorne. Und dann schauen wir mal. Dann haben wir einen weiteren Porsche, den von Markus Emunds, HKTH Racing, hier mit der 91, Position Nummer 8, gerade hier aus den ersten Kurven raus. Und schauen wir mal, ob er hier im ersten Abschnitt schon mal was hat liegen lassen. Auch die beiden Rechtskurven hier, ja, gar nicht so einfach zu nehmen. Eigentlich recht simpel, aber da wirklich das Momentum mit durchzunehmen, denn hiernach kommt doch erstmal eine Vollgaspassage und nicht zu weit rauskommen natürlich. Dann, ja, verliert man natürlich die Zeit, damit die Runde auch ungültig. So macht man es also besser nicht. Hier haben wir den Teamkollegen. Christian Schernhammer ist das. HKTH Rhythm Racing, wie gesagt, nochmal. Hier aber mit der 112. Auch er diese Runde wird sich nicht groß verbessern. 1,2 Sekunden hinter der Spitze. Ja, nächsten Position bis Daniel Arning, Position 13. Also eine Startreihe, aber in unmittelbarer Nähe. Erst da zwischen 12 und 13 haben wir eine größere Lücke von guten 2,5 Zehnteln. Mal gucken, ob die noch zusammen gestaucht werden da. Dann haben wir Thorsten Käser in der Box stehend, die 115, hat auch schon eine Zeit gesetzt, aber momentan hier noch, ja, nicht auf dem Weg, noch eine Runde zu drehen. Mario Sana, nochmal HKTH Sim Racing, auf der 23, sehen wir hier an der Lackierung sehr schön, schwarz, rot, ja, gelb, gold, keine Ahnung, auf jeden Fall die Autos alle sehr ähnlich lackiert hier auf der 23, 0,4 Sekunden. Auch da können wir vielleicht nochmal kurz draufbleiben. Do Not Touch steht hinten drauf. Wir hoffen natürlich, dass da nicht allzu sehr getoucht wird im Rennen. Wird sich nicht ganz vermeiden lassen, nehme ich mal an. Aber wir haben es auch, ja, in vergangenen Rennen gesehen bei Hove Sim Racing. Auch auf engen Strecken mit 40 Autos ist die große Massenkarambolage meistens ausgeblieben. Hier und da gibt es natürlich immer mal kleine Kontakte. Vielleicht auch mal ein Dreher. Aber jetzt kein, ja, wildes Techtelmechtel hier. So, Platz 14 im Moment, 1,2 Sekunden. Da haben wir immer noch diese kleine Lücke jetzt zu Platz 13. Jetzt allerdings, also eine Position zurückgegangen, dieser Gap. Und wir gehen zu Marius Kleine Keimer. Ja, der darf heute nicht rausfahren. Gibt auch noch zwei Autos, die, glaube ich, eine DT haben aus dem letzten Rennen als Strafe. Also da werden wir gleich im Rennen in der Startphase, in den ersten drei Runden, zwei Autos nochmal in der Box sehen. Dann gehen wir mal weiter zu Steffen Rosse auf der 6. Position für Hove Sim Racing 2. Ja, mal sehen, was da noch geht. Wenn die Anzeige stimmt, 4, 5 Zehntel. Ja, mal gucken. Ja, es kommt jetzt so weit raus in der letzten Kurve. Sehr, sehr schade. Also da schien doch ordentlich was drin zu sein. Vielleicht sogar hier Richtung Pole Position. Schau mal, wo der in der Gesamtwertung steht. Der Herr Rosse. Wo ist er denn? Oh, muss er mal hier rumscrollen. Warte, ich hab's gleich. Da ist er. Platz 27. Hier in der Gesamtwertung, ja, ein DNF leider gehabt in Sandford, fährt auch in der Goldwertung, also in der höchsten Klasse mit P16 in Donington. Da ist auf jeden Fall noch deutlich, deutlich mehr drin. Wir sehen es ja auch gerade in Position 8. Da ist er mit dabei. Dann haben wir Patrick Schröter, Hove Sim Racing 3, also das dritte Fahrzeug hier von Hove Sim Racing. Auf der 17. Position, auch da fehlt nicht so viel zu den nächsten 1-2 Positionen. Danny Anwand hat sich gerade verbessert auf die 13, aber er ist auch gerade erst auf einer Outlap unterwegs. Dann kommen wir zum Führen in der Gesamtwertung. Hier hat Lukas Bergold für Racing Quest. Der hat sich nämlich Position 2 in Sandford geholt, Position 1 in Donington. Hat hier also, ja, zweimal auf dem Podium gestanden. Ich glaube, ja, als einziger tatsächlich von allen, die jetzt schon auf dem Podium standen. Also der hat auch hier, denke ich, ganz gute Chancen, wieder richtig Punkte zu holen. Inzwischen auch auf die zweite Position gegangen. Eine Zehntel hinter Stefan Mons, der, ja, hatte ich das schon erwähnt, das erste Rennen gewonnen hatte. Letztes Rennen Position 9 hatte ich erwähnt, genau. Also die betteln sich heute wahrscheinlich wieder ein bisschen. Dann haben wir Helder Guerra, den
Luxemburger hier, HyperX Racing, Luxemburg 2. Kleiner Quersteher. Das kostet natürlich Zeit hier auch den Berg hoch. Da musst du den ganzen Schwung mitnehmen. Und wie gesagt, hier nicht zu spät bremsen. Hier kann man ziemlich viel Curb mitnehmen. Wir sehen es hier, wirst du richtig reingepresst. Dann möglichst schnell rechts rübergehen. Kurz anbremsen, reinlaufen lassen und wieder aus Gas gehen. Und so macht man es natürlich nicht. Den Wurstcurb mitnehmen und dann fliegt man hier raus. So, 2 Minuten haben wir noch, haben auch gleich alle geschafft. Wolfgang Busch fehlt uns unter anderem noch. Gentleman Driver, das Team steht hier zumindest die 5, 6, 8 auf der 7. Position. Oh, eine 10. hat er schon mal wieder gefunden. Na, wieder verloren hier, erste Kurve. Na, auch da muss man mal gucken, wie man da anbremst und da eng links rumfährt. Jan Butch mit der Nummer 666. Glaube, der müsste eine Strafe gleich schon bekommen vom letzten Rennen, wie gesagt. Aber hier pace-technisch auf jeden Fall im vorderen Viertel unterwegs, im Qualifying zumindest. Aber wird natürlich dann gleich durch die DT, wenn ich mich richtig erinnere, gut zurückfallen. Ja, denke ich mal ganz nach hinten, mehr oder weniger. Und dann seinen Weg sich wieder nach vorne bahnen. René Moldenhauer, der steht in der Box. RL Motorsport auf der 22, 1,5 Sekunden Rückstand. Der wird wohl auch nicht mehr groß rausfahren bei 1,5 Minuten. Fabio Kehrwisch, den haben wir hier auf der 12 mit der 910. Nochmal ein Porsche Goodtime Motorsport. Diese Runde noch ähnlich wie seine bisher schnellste Runde. Ich hoffe, dass der BMW da vorne ihn nicht allzu sehr auffällt, dass er hier nochmal ein bisschen was rausholen kann. Wenn der BMW nicht ungefähr gleich schnell ist, dann kann er vielleicht sogar ein bisschen Windschatten hier und da nochmal sich holen. Aber so viele lange Geraden haben wir hier dann ja auch wieder nicht. Also hat man eher mit Dirty Air in den Kurven zu tun, als dass man da mal sich richtig ransaugen kann. Vielleicht hier nach dem Linksnick kann man mal ein bisschen Windschatten sich holen, aber da scheint er doch ein Tick zu weit weg zu sein. Und dann fehlt uns noch Kevin Jung. Das ist hier der BMW für Project New Racing. Die 943 kommt gerade jetzt hier über die Linie. Verbessert sich nochmal gleich hier auf die 22. Auch er 1,5 Sekunden Rückstand ungefähr. Remo Küpfer davor. Er hat dann doch schon 2 Zehntel wieder weg. Der hat seinerseits nochmal 1 Zehntel im Delta. Also da in die Top 20 kommen. Da muss er noch ein bisschen was rausholen. Schauen wir mal hier nach der ersten Kurven. Nach den ersten Kurven schon mal wieder 1 Zehntel. Sehr schön. Ja, das sind sie also, die 38 Piloten. Wir können uns jetzt mal wieder ein bisschen auf die Zeiten konzentrieren. Habt ihr hier schön mitlesen können. Die 1-Sekunde-Marke aktuell bei der 14-15 Position. Also, ja, ein bisschen mehr als das erste Drittel innerhalb von einer Sekunde. Da wird jeder seinen Gegner auf jeden Fall finden. Wir sehen ja die Abstände hier teilweise sehr klein. Und mal sehen, was hier im Rennen so geht. Ein kleiner Fehler und dann verlierst du ganz, ganz viele Positionen. Also hier heißt das nicht nur, weil du schnell bist, dass du das Ding auch holst. Schauen wir mal, also 1 Zehntel hat er im Delta. Gehen wir kurz zu Tim Köster. Der kommt nämlich jetzt über die Linie mit 0,2 Sekunden. Das könnte also ganz, ganz knapp hier die Pole Position zumindest erstmal werden. Jawohl, 22.032, die 21er sehen wir also bis jetzt nicht. Aber hat sich hier auf den letzten Meter nochmal Pole Position holen können. Berghold nämlich gerade fertig. Stefan Mons ist, glaube ich, nochmal auf einer schnellen Runde unterwegs. Chris Heyer auf der 4 ist fertig. Busch, Keb müssten auch dahinter fertig sein. Na, Emons vielleicht auch nochmal auf einer schnellen Runde auf der 8. Position. Jan Butch auf der 7. Aber ganz, ganz viele schon in der Box. Aber jetzt hat man vielleicht nochmal ein bisschen Luft nach vorne, nach hinten. Die besten Bedingungen hier im Qualifying. Und dann kann man nochmal was rausholen. Schauen wir mal. Ja, noch muss er ein bisschen mehr rausholen. Also 1/2 Zehntel braucht er ja nur. Um nochmal dann ja in der ersten Startreihe auf der Innenseite zu stehen. Vielleicht nochmal ganz gut. Besser vielleicht als die Außenseite für die ja enge Doppellinkskurve, die wir unten dann haben. Ja, sieht nicht so gut aus bei 1/2 im roten Delta. Jetzt holt er nochmal ein bisschen was raus. Jetzt nochmal hier eng links rum, früh aus Gas gehen und dann hoffen, dass man doch nochmal was rausnehmen kann. Aber ich glaube, das wird wohl nichts mehr. Position 2 wird es wohl bleiben. Die 2 Zehntel wird er auf der Geraden nicht mehr rausholen. Und damit müsste das Qualifying auch schon beendet sein. Jawohl, da haben wir es. Also vorne haben wir eine 22.0. Weiter hinten haben wir so 24er bis ja teilweise 25er Zeiten. Also für jeden was dabei. Da wird es also nicht langweilig werden, denke ich, die 1 Stunde. So, ja, müssen soweit durch sein. Das heißt, wir gehen gleich in die Startausstellung. Da schauen wir uns nochmal in Ruhe die Gesamtwertung an. Gehen nochmal durch die Startausstellung. Und dann geht das auch gleich los hier. Ich denke mal, Wetter müsste recht stabil bleiben. Schauen wir gleich mal. Wäre natürlich nochmal sehr interessant, wenn es einen kleinen Wetterwechsel gäbe. Aber hier in Kalifornien ist das Wetter ja meistens doch ganz gut. Und ja, eben hatten wir auch 30 Grad auf der Strecke. Bisschen kühler Lufttemperatur. Ja, also schauen wir mal, wann es jetzt hier in die nächste Session geht. Dürfte eigentlich keiner mehr groß unterwegs sein. Müssen wir mal kurz gucken. Nö, müssten alle im Ziel sein. Also geht dann sofort weiter hier. Ah, siehst du, musst du meckern.
So, sehr schön, dann bereiten wir mal vor. Manufakturen, Race Caps brauchen wir. Einen Boxenstopp absolvieren wir natürlich auch. Da kann man natürlich auch überlegen, ob er vielleicht mal einen kleinen Undercut macht oder so, wenn man hier nicht vorbeikommt. Nicht so super einfach zu überholen. Aber jetzt schauen wir uns, wie gesagt, erstmal die Gesamtwertung nochmal an. Sprintwertung haben wir hier. Also 2 von 10 Rennen haben wir hinter uns gebracht. Lukas Bergold hier, wie gesagt, mit Platz 1, Platz 2 auf der ersten Position mit 70 Punkten. Jeff Ewerts hier auf der 2 mit 61. Stefan Mons auf der 3 mit 59 Runden. Was ich euch noch sagen könnte, kurz mal kurz gucken. Das sind, glaube ich, alles Goldfahrer hier. Ja, Silber, Peter Lindner auf der 7 hier in der Gesamtwertung. Der führt die Silberwertung an. Bronzewertung führt Pierre Brückner an. Der ist 23. in der Gesamtwertung. Ja, punktgleich mit Patrick Schröter auf der 22. Also, da gibt es natürlich auch nochmal die Einteilung. Aber das ist die Gesamtwertung über alles. Die ersten 30 Fahrer haben wir hier. Fast 50 Fahrer oder über 50 Fahrer sind eigentlich gelistet. Aber nicht alle fahren natürlich jedes Rennen. Also, das ist... ja, die Wertung sozusagen. Ich kann noch meinen Tower einblenden, dann können wir mal gucken, wer denn wo startet. Tim Köster startet ja von der 1. Weiß nicht, ob der neu dabei ist, weil ich glaube, der ist hier gar nicht gelistet. Na, schauen wir mal. Könnte Mons und Bergold nochmal gefährlich werden, die hier kurz gut vorne mitfahren. Chris Heyer haben wir hier auch, ja, wieder mit vorne dabei in den Top 5. Wo ist Jeff Ewerts? Fällt der heute überhaupt mit? Oh, auf der 21 startet der nur, der Drittplatzierte. Also, der muss noch ein bisschen nach vorne kommen. Gar nicht mal so einfach. Moin, Andi. Ja, schauen wir mal, was passiert. Wir können noch mal kurz auf die Kalender schauen, damit wir mal einen Überblick kriegen. Also, Sandford hatten wir am 2. Februar. Alle 2 Wochen fahren wir. Ja, Donington hatten wir vor 2 Wochen. Heune Laguna Seca. Watkins Glen haben wir dann in 2 Wochen. Hungaroring Barcelona, Indy, Olden Park, Paul Ricard, Suzuka dann am 8. Juni das Finale. Ja, also schöne Strecken dabei, keine Streicher haben wir, wenn ich das jetzt hoffentlich nicht verwechsel, also die 10 Rennen. Ja, muss man schon irgendwie mitfahren, wenn man vorne mitmischen möchte in der Gesamtwertung. Das heißt hier regelmäßig punkten und dann schaut man mal, wo man rauskommt. Ja, wir schauen jetzt aber mal auf die Startausstellung. Ups, da sind wir. Also Tim Köster haben wir auf der 1, Stefan Mons auf der 2. Position. Dann die 501, Lukas Bergold, der guckt, dass er hier vor allem Stefan Mons irgendwie ja, hinter sich bringen kann. Das ist ja sein erster Verfolger in der Gesamtwertung, beziehungsweise Jeff Ewerts, aber der ist ja ein bisschen weiter hinten, deswegen Stefan Mons. Gesaya haben wir hier auf der 4, Wolfgang Busch startet von der 5. Position. Moin Baron. Dann haben wir Fabio Kierwisch im Porsche auf der 6, Detlef Geb startet von Position Nummer 7. Jan Butch, der wie gesagt DT haben müsste, auf der 8, Emons auf der 9, der sich hier gerade bereit macht. In den Top 10 haben wir auch noch Steffen Rosse, dann Kevin Jung auf der 11. Position, Project New Racing, Daniel Arning, RM Motorsport im Ferrari mit der Nummer 13. Dahinter auf der Position Nummer 13, die 292, Patrick Schröter, Hovesim Racing 3. Seht ihr jetzt Digital Motorsport, heute mit ja, 2 Fahrzeugen, glaube ich, vertreten. René Brey hier sehen wir auf der 14, auf der 15 Danny Anwand, Panther GT Racing. Alex Cruz startet im Honda mit der 71, für Cruz auf der 16. Nick Kleefeld fährt einen Lamborghini, und noch ein paar dabei hier. Michael Haaf haben wir ja auch noch auf der 23, er hier aber auf der 17. Auf der 18 haben wir den Schweizer Remo Kipfer für Panther GT Racing. Mario Sana startet im BMW, HQT Hasim Racing, von der 19. Der Teamkollege auch noch in den Top 20, hier allerdings im Porsche mit der 112, Christian Schernhammer. Moin Rudi. Jeff Ewerts haben wir gesehen, der 2. der Gesamtwertung. Können wir nochmal gucken, wie hat er abgeschnitten? P4 und P2, die ersten beiden Rennen. Ja, Platz 21 nur. Also da muss er richtig, richtig nach vorne kommen, um nicht allzu viel Punkte zu verlieren nach vorne. Da haben wir den 2. CDS Digital Motorsport AMG von Peter Lindner, die 88 auf der 22. Der 2. Lambo Michael Haaf startet von der 23. 666, genau, und die 3 auch noch, da kommen wir gleich noch hin. Helder Guerra haben wir im Audi auf der 24, auf der 25 René Moldenhauer eher im Motorsport. Also das Team auch hier mit 2 Autos, glaube ich, vertreten. Pierre Brückner, Sharks GT Racing im Aston Martin auf der 26. Dann Falk Moritz, da wurde schon gewettet, ob er heute gewinnt. Wird aber schwierig, da muss schon einiges passieren. Hier auf der 27 startend im BMW. Matthias Weggel für Hovesim Racing mit der 76 auf Platz 28.
Platz 29, da haben wir Friedrich Pfaffenroth für Soapbox Racing. Ich glaube, doch ein ganz gutes Ergebnis für ihn hier. Jakob Hausinger auf der 30 mit der 47 DOD Racinghove. Dann die Nummer 74, Daniel Pei, Suicide Crew ist das, mit der 74, Platz 31. Mario Eldery haben wir auf der 32, sehen wir hier im Aston Martin 007. Mal gucken, ob er noch ein paar Tricks auf Lager hat. Dann haben wir hier den McLaren, der auch noch eine DT hat. Also der ja, startet hier ohnehin relativ weit hinten, wird aber gleich noch ein paar Positionen verlieren. Und dann mit der 666 wahrscheinlich zusammen aus der Box mehr oder weniger kommen. Dennis Käse haben wir im AMG auf der 34, dann auf der 35, Black Forest Racing. Ich denke, sind das Teamkollegen. Von Abkürzung könnte es hinhauen. Hier die 115er BMW von Thorsten Käse. Thomas Geffert für Soapbox Racing im AMG. Peter Buchholz nochmal Soapbox Racing im BMW. Also müsste Porsche BMW AMG sein. Jeweils hier bei Soapbox mit der Nummer 5. Und Marius Kleine-Keimer, der ja keine Qualifying-Zeit setzen durfte. Der startet entsprechend von ganz hinten, von der 38. Ja, schauen wir mal, wo er dann sich pace-technisch irgendwie einordnen wird. Ich guck mal hier, was die letzten Rennen so gesagt haben. Können wir vielleicht ein bisschen was ableiten. Marius Kleine-Keimer insgesamt 12. Ja, erstes Rennen 7. geworden. Zweites Rennen ist er nicht gestartet. Also, ja, deutlich vorne, weiter vorne müsste er, würde ich jetzt einfach mal behaupten, fahren können. Schauen wir mal, wen er sich da so noch holen kann. So, gehen wir aber mal nach vorne. Einführungsrunde. Ja, dürfte nicht allzu lange dauern. Geht ja schon in den dritten Abschnitt rein hier. Lasst euch nicht verwirren. ACC TV spackt gerade ein bisschen rum. Lukas Bergold nicht auf der 1. Der startet gleich von der 3. Sondern der Köster ist hier auf der ersten Position. Ja, gehen wir noch kurz Zeit, was zu trinken. Und dann geht das auch schon gleich los. CTV, danke für den Follow. So, gehen wir in die Helicam, würde ich sagen. So, Stefan Monz haben wir im Porsche, Köster haben wir im Porsche, Lukas Bergold auf der 3. So, Chris Haier ist der eine Honda, Bosch. Ja, wie gesagt, das wird sich gleich rütteln hier links in der Anzeige, also nicht verwirren lassen. Aber drücken wir mal den Daumen. Keiner startet aus der Box, alle auf der Startzielgeraden, wunderbar. Also 38 Fahrzeuge gleich jagen hier den ja, Hügel rauf, dann gleich wieder runter in eine recht harte Anbremszone. Die Reifendrücke sind noch etwas niedrig, die Strecke aber steht auch optimal. Es ist deutlich kühler als im Qualifying, 23 Grad Strecke, nur 20 Lufttemperatur. Aber da musste man am Setup auf jeden Fall noch mal ein bisschen was ändern. So, jetzt geht's gleich los hier. Das dritte Rennen, Hovesim Racing Cup. 3 von 10, also heute ist wieder ordentlich Punkte mitnehmen. Los geht's also. Und Tim Köster hier auf der Innenseite hat natürlich erstmal einen Vorteil. Sollte vorne bleiben, jetzt hat es auch schon gerüttelt in der Anzeige. Jetzt geht's hier aber in Formation immer noch, muss man sagen, in die erste Kurve rein oder in die offiziell zweite ist es. Aber Tim Köster müsste erstmal vorne bleiben. Wir schon mal ein paar Reihen dahinter. Ob da alles gut geht, lassen sich alle genügend Platz. Jawohl, da oben sehen wir auch keine größeren Kollisionen. Ja, ganz, ganz eng da oben. Zu dritt, zu viert gefühlt geht's da. Und da ganz hinten rutschen zwei ein bisschen weg, die sich da wegdrehen. Aber sonst erstmal hier durch die ersten Kurvenkombinationen ging es erstmal ohne größeren Unfall. Ja, da hinten, wie gesagt, zwei ist ein bisschen abgeschlagen. Zwei Fahrzeuge werden ja gleich nochmal zur DT reinkommen. Und Alex Cruz, oh, jetzt hat es doch in den Rechtskurven wahrscheinlich gekracht hier. Na, kriegen wir das noch mit? Oh, ganz, ganz viel Stau hier. Gehen wir 20 Sekunden zurück. Da hat es sich mal ordentlich geknollt. Wir schauen mal von oben. Hoffentlich kriegen wir das hier irgendwie nochmal rein ins Bild. So, da gab es die Kollision. Ein, zwei Autos stehen quer. Er kennt man gegen Pendler und da rauscht ein Lambo rein und dahinter geht's links, rechts vorbei. Na, nicht ganz so einfach zu sehen. AMG nochmal rein und da knollt es jetzt. Oh, da steht auch noch das blaue Fahrzeug da halb quer auf der Seite. Jetzt hat sich's aber entknotet. Also da die Rechtskurven, ja, leider ein bisschen mehr gekracht da. Aber klar, wenn du so dicht hinterher fährst im Pulk, da siehst du nicht sofort, was da passiert. Konnte nicht jeder ausweichen. So, wir gehen nach vorne. Tim Köster, Stefan Monz, Black Bergold, da hat sich alles, ja, nichts geändert. Chris Hayer, Kirwisch hat hier eine Position gewonnen. Gegen Wolfgang Busch hat er nämlich hier seine Position holen können. Also Porsche jetzt am Honda vorbei. Detlef Kebb dahinter auf der 7. Der ist auch da geblieben, wo er gestartet ist. Hier vorne hat sich also erstmal wunderbar geordnet. Deswegen schauen wir ein bisschen hier durch. Mittelfeld müsste auch alles halbwegs geordnet sein. Jan Butch, der ist jetzt zu seiner Strafe reingekommen. Gesa haben wir hier mit der Nummer 19, der auch jetzt gerade reingekommen ist. Der Gemalz, der auch beschädigt ist, wie wir sehen. Marius Kleine-Keimer. Ja, 11 Positionen erstmal gewonnen, der von ganz hinten gestartet ist. Der schien ja durch den Tumult gekommen zu sein. Nein, jetzt verliert er hier das Auto.
Und zum Glück kein Einschlag, keiner, der da reinfährt. Da wird natürlich wieder ein paar Positionen abgeben. Ja, hat so gut begonnen das Rennen. Ich meine, immer noch 7 Positionen, 6 Positionen gewonnen. Ja, da müsste er jetzt weiterfahren ungefähr. Also hat er profitieren können vom Tumult durch die 2 Strafen natürlich, die es noch gab im Feld. Und damit zumindest mal ein bisschen weiter nach vorne gekommen. So, Kesaja, der ist jetzt hier natürlich immer noch dran an Lukas Berghold auf der 3. Position. Schauen wir mal, wer hier wegfahren kann. Lukas Berghold muss jetzt eher verteidigen. Wir sehen da oben schon die ersten beiden Positionen. Sind da schon so ein Tickchen weggefahren. 1 bis 2 Sekunden fast. Hier nach gleich 2 Runden. Geht da relativ zügig. Runde ist recht kurz. So, schauen wir mal hier. Markus Immuns natürlich. Ja, guck mal, ob das hier an Detlef Geb vorbeikommt. Für ihn ging es weder nach vorne, nach hinten. Tim Köster jetzt mit der schnellsten Runde im Moment. So, Moldenhauer. Side by side hier mit dem Audi von Guerra. Ein AZZTV macht schon wieder keine farblichen Hinterlegungen beim Wechsel hier. Was war hinten los? Da gab es schon wieder eine Kollision. Alex Cruz und Thomas Scheffert sind hier involviert. Auch da wollen wir mal reinschauen, ob es hier vielleicht nach der Corkscrew vielleicht gekracht hat. Ah, Geffert hier kriegt die Kurve nicht ganz. Da gehen vielleicht 2 Autos vorbei. Und da treffen die sich. Ah, ganz, ganz ehrlich, 1, 2 Autos stehen jetzt hier quer. Ich glaube, alle anderen müssten aber vorbeikommen. Steht da natürlich direkt auf der Ideallinie rum. So, Geffert fährt aber weiter. Schaden scheint erstmal nicht allzu groß zu sein. Guckt erstmal, dass er weiterfahren kann. So, wie gesagt, nicht ganz so einfach. Also hier enge Strecke. Jetzt haben wir schon ein paar Unfälle gesehen. 2 Autos stehen gerade in der Box. Jan Butch, Oliver Braun mit den DTs, die sie bereits abgesessen haben. Käser war auch schon in der Box. 70 Sekunden stand er ungefähr. Wehfeld ist drin beschädigt und Kevin Jung auch gerade hier seinen Boxenstopp absolviert. Ich denke auch nicht ganz freiwillig so früh im Rennen. Wahrscheinlich die Reifen auch nicht mal gewechselt hier. Lohnt ja kaum bei 56 Minuten, die noch übrig sind. Ja, gucken wir mal, hat er freie Fahrt. Müsste hinhauen. Das Feld kommt dann nämlich gerade erst aus der letzten Kurve. Da ist Tim Köster hier wacker auf der ersten Position. Stefan Mons aber direkt im Genick. Dahinter zu Lukas Berghold aktuell noch eine etwas größere Lücke. 22,4. Also 4 Zehntel langsamer als im Qualifying gerade mal. Sehr, sehr gute Pace, die er gerade an den Tag legt. Ja, muss natürlich aufpassen, auch im Porsche, auch auf dieser Strecke, dass man die Reifen nicht zu sehr gleich beansprucht. Sonst wird es ja im Stint etwas rutschiger hier. Aber ich denke mal, die werden noch so eine halbe Stunde ungefähr draußen bleiben. Zur Hälfte kann man ja reinkommen. Boxenstoppfenster ist ja mehr oder weniger die ganze Zeit auf. Von daher ist das auch gar nicht so schlimm für die, die schon rein mussten. Außer, dass sie natürlich Zeit verloren haben durch die Reparatur. Aber die werden jetzt keinen extra Boxenstopp absolvieren müssen. So, gehen wir mal ins Mittelfeld rein. Was passiert hier so? Guerra haben wir hier mit 3 Positionsgewinnen. Nicht Personal Best, Position Deltas wollen wir einblenden. Ja, da sehen wir natürlich durch die Boxenstopps, durch die Strafen da viele, viele mit grün. Position Deltas. Michael Hafner eine verloren hier. Jan Butch durch die DT, wie gesagt, nach ganz hinten oder fast ganz hinten durchgefallen. Alex Cruz auch 16 Positionsverluste durch den Unfall. Aber für Guerra, die ist eigentlich ganz gut hier für den Luxemburger. Ist immerhin schon mal in der Nähe der Top 20 davor, nämlich direkt. Davor gab es offenbar einen kleinen Kontakt. Wir gehen mal kurz zwischen 1 und 2 rein. Ah, vor der Herpin. Und da ging Tim Köster etwas geradeaus. Und damit haben wir den ersten Führungswechsel hier. Das ist nämlich Stefan Mons, der jetzt hier das Ganze anführt. Aber wir haben da Faktoren rein. Und Berghold natürlich hier direkt dran. Hat da Zeit gewonnen. Hat auch etwas Abstand nach hinten zu Fabio Kerwisch. Da müsste er, glaube ich, an Chris Hayer vorbeigekommen sein. Haben wir jetzt auch nicht ganz gesehen, aber hier der Porsche am Honda vorbei. Also gab es jetzt doch mal die ersten Positionswechsel auch in den vorderen Reihen nach den ersten 5 Minuten. Also schauen wir mal, ob Stefan Mons jetzt wegfahren kann. Dran geblieben ist er an Tim Köster auf jeden Fall. Lukas Berghold schaut mal, ja, ob er auch hier rankommt. Hofft da, dass Kevisch vielleicht doch nochmal angegriffen wird von Chris Hayer. Was haben wir sonst noch im Feld? Gucken wir mal kurz bei Pierre Brückner rein. Die auf der 27 dahinter hat sich schon sehr, sehr gut aufgereiht, wie wir sehen. Die waren aber bis Platz 33 alle noch nicht in der Box. Jan Butch natürlich mit der DT. Aber sonst da alle ja auf der Strecke schon die Abstände herausgefahren. Pierre Brückner, wie lief es denn da? Eine Position ging es hier zurück. Kerwisch jetzt mit der gelben Flagge. Der war eben noch auf der 4. Position. Gucken wir mal, was da passiert ist. Offenbar mit Chris Hayer da kollidiert. Das ist hier der Honda nämlich. Oh, wollte der Honda hier in der Linkskurve angreifen. Nein, hier auf der Geraden gibt es schon 1, 2 Kontakte. Da wird Ping-Pong gespielt und ja, den Porsche trifft es dann leider. Der hat hier, ja, das Pech der AZC-Physik, möchte ich fast sagen. Da geht es auch noch in die Wand rein. Da kommt natürlich das ganze Mittelfeld. Da findet er kaum eine Lücke. Und jetzt nur noch auf der 29 unterwegs.
oder auch gar nicht mehr unterwegs, glaube ich, gerade runtergegangen. Oh, jetzt Falk Moritz, auch hier mit einem Fauxpas. Schauen wir doch mal rein, wenn er mich hier mal lässt. So, da sehen wir es noch. Ah, bisschen weggerutscht hier nach der Korkschuh, die Linkskurve. Oh, hier ist wieder auf die Strecke rauf. Hoffentlich ist da alles gut gegangen, haben wir nicht mehr ganz gesehen, aber ist wieder unterwegs auf der 22. So, ja, also ein Auto haben wir verloren. Der Kehrwisch dürfte nicht mehr dabei sein. 37 Fahrzeuge noch auf der Strecke. So, dann gehen wir mal auf die 7. Position. Da ist es noch schön eng. Die ersten drei mit, ja, 3,5 Sekunden Abstand jetzt da durch den Ausfall vom Porsche. Hier sehen wir jetzt Emons, der sich da, ja, wehren muss gegen René Brey dahinter. Davor der Ferrari ist Daniel Arning. Und dann noch Patrick Schröter auf der 10. Position. Da ging es auch ein gutes Stück nach vorne. 3 Positionen. Ist schon mal ein guter Anfang. Und ist hier mittendrin im Getümmel. Wolfgang Busch haben wir dahinter. Der hat 6 leider verloren. Da lief es nicht ganz so gut. So, hier hinten haben wir noch einen Angriff. Vielleicht Daniel Pei auf der 26. Direkt am Aston Martin dran vom Pierre Brückner. Dahinter hat er erstmal ein bisschen Luft. Keine Kalmer weiter auf dem Marsch nach vorne. Haben wir vorhin gesehen, leichten Quersteher gehabt, da wieder Position abgegeben. Jetzt aber wieder mit 10 Positionsgewinnen unterwegs. Schauen wir mal, wie weit es heute nach vorne geht. Hier 0,5 Sekunden an Thorsten Käser dran. Also ein Zweikampf, der so ein bisschen unter sich ist. Wir sehen es auf der Karte. Die ersten Positionen auseinandergezogen. Ja, dann dahinter so im Mittelfeld, etwas größere Gruppe. Und dahinter splittet sich es auch schon so ein bisschen auf. Und Käser verliert jetzt hier das Auto. Und ja, hat jetzt hier schön Schaden geholt. Geht aber direkt weiter. War noch nicht in der Box. Also auch er könnte vielleicht, muss vielleicht hier seinen Boxenstopp ein bisschen vorziehen. Die 115. Schauen wir mal, ob er hier schon direkt links abbiegt oder ob er nochmal weiterfährt. Er bleibt erstmal noch draußen. Wir gehen zu Daniel Arning wieder auf die 7., 8., 9. Position ist das hier. Vorne zieht sich doch gut auseinander. Mond schon 2 Sekunden weg. Köster nochmal 3. Bergold aber auch nochmal 2. Desire ist dann ja der Nächste, der hier ganz, ganz viele Autos mitbringt. Dann BMW. Ich denke mal, das wird eine Überrundung sein. Ich weiß gar nicht, wer das sein könnte. Kevin Jung könnte das sein. Ja, Kevin Jung hier auf der 36. Der war nämlich schon in der Box. Ja, und das ist natürlich super, super nervig, wenn da das ganze Feld ankommt. Du verlierst super, super viel Zeit. Wir sehen es hier. Muss nach und nach alle durchlassen. Also der wird jetzt hier die nächsten 1-2 Runden doch einiges an Zeit verlieren. Wir sehen auch schon, hat eine halbe Minute Rückstand auf die nächste Position. So, ja, spannend ist es hier ab Position 4, 5, wie gesagt, bis Platz 14, schön dicht hintereinander. Jetzt geht es gerade an Arning vorbei, leichter Kontakt, Arning dreht sich dadurch weg, steht jetzt hier quer auf der Strecke, hoffentlich kommt alle vorbei. Nein, der BMW rauscht da rein von Kipfer, glaube ich, war das. Hat ihn jetzt hier mehr oder weniger wieder gerade gerückt, aber Kipfer, wo ist er jetzt? Ah, ja, da ist er immer noch auf Track unterwegs, hat natürlich jetzt auch wieder Position abgeben müssen durch den Kontakt. Also doch einige Unfälle, die wir heute sehen. Remo Kipfer jetzt nur noch auf der 21, hat sich noch Schaden dadurch geholt. Also das Rennen läuft jetzt, ja, gerade nicht so optimal für ihn. Oh, Pfaffenrod, jetzt Side-by-Side hier mit Jan Butch, ist das der M6. Aber da ist er, glaube ich, vorbeigekommen am Porsche. Jan Butch hier nach seiner DT immer noch auf der 22, immerhin. Moldenhauer jetzt mit einer gelben Flagge. Und da hat es vielleicht beim Überrunden ein Missverständnis gegeben. Da oben der BMW war nämlich eine Überrundung. Da treffen die sich am Ausgang der ersten Kurve. Und da bleibt der BMW stehen. Der Aston Martin da. Ja, wird sich super ärgern, der René, bei so einer Überrundung. Ja, einen Unfall zu haben. Immer, immer ärgerlich. Ja, was soll man sagen? BMW war außen. Eigentlich war er schon fast vorbei, der Aston Martin. Aber gab es nochmal doch einen kleinen Kontakt hinten rechts. Ich würde sagen, sehr, sehr, ja, doof gelaufen einfach. So, Remo Kipfer jetzt direkt dran. Hier der Schweizer ja auch schon mit Schaden. Ja, und jetzt direkt dran. Also ich denke, meine nächsten 1-2 Positionen sollten nicht allzu schwierig sein. Denn die beiden Fahrzeuge vor ihm sind ja schon etwas beschädigt. So, Stefan Mons jetzt mit einer 22-2. Nochmal 2 Zehntel schneller als seine bisher schnellste Runde. Na, fahren wir mal hier ein bisschen M6 mit. Kriegen wir nicht mehr so oft zu sehen, das Fahrzeug. Chris Haier kurz mit einer weißen Flagge. Aber wir bleiben mal hier. Geht er jetzt hier auf die Innenseite rein. Jawohl, also denke mal, da wird es keine allzu große Gegenwehr geben können. Ja, der BMW geht auch in die Box rein, also der hat sich da nicht groß gewehrt. Jetzt heißt es noch, René Moldenhauer, ja, sich zu holen und dann mal wieder auf die nächsten Fahrzeuge aufschließen. Etwas Luft ist ja nach vorne dann. Das geht bei Wolfgang Busch, wir gehen mal wieder in die Top 10 rein. Da ist es noch gut zusammen hier. Stefan Mons hat vorne alles im Griff, also die ersten drei das Podium. Da leider keine wirklichen Zweikämpfe im Moment. Aber schauen wir mal. Fehler gehen hier ganz, ganz schnell auch vorne. Und dann sieht die Sache schon wieder anders aus.
Ah, Steffen Rosse. Wir mal hier gerade am Markenkollegen und am Teamkollegen dran. Detlef Keep nämlich. Geht jetzt gerade Richtung Corkscrew. Fahren wir doch mal hier mit. Die schöne Kurvenkombination. Steffen Ross hält hier fast mal die Nase rein. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt Absicht war oder vielleicht ein bisschen zu spät gebremst hat. Aber zumindest kein großer Kontakt. Markus Emuth jetzt aber direkt dran, der Porsche-Pilot. Fahren wir da vielleicht mit. Vielleicht kann er das Ganze ausnutzen. Und dann hier vielleicht angreifen. Aber da direkt kam er jetzt noch nicht vorbei. Aber sowas kann einen auch mal aus dem Rhythmus bringen als Hinterherfahrender, beziehungsweise hier als Vordermann im Honda. Dann kann der Hintermann das mal ausnutzen. Mons ist auf dem, ist richtig on fire. 22.125. Also gerade mal eine Zehntel langsamer als im Qualifying. Also von Tim Köster die schnellste Runde natürlich. Aber er war ja auch nicht so dicht, so weit weg. Ein halbe Zehntel war es, glaube ich. Also richtig, richtig gut unterwegs da vorne. Hoffen wir, dass die Reifen so lange mitmachen. Ist ja deutlich kühler. Wird auch kühler, wie wir sehen. 22 Grad Strecke nur noch. Waren ja ein Tick wärmer gestartet. Und ja, die erste Viertelstunde ist gleich um. Einige Unfälle haben wir gesehen. René Moldenhauer jetzt reingekommen. Hier sehen wir einen Zweikampf, mehr oder weniger auf der 5, 6, 8, 9 haben wir einen Zweikampf. Können wir mal kurz ein bisschen durchgehen. Bisher haben wir hier noch mit Schröter am Gange. Und dann auf der 24, 25 Daniel Pall direkt dran am Audi-Piloten von Kleine Keimer. Erste Kurve oder zweite Kurve vielmehr. Ja, macht er sich bemerkbar auf der Innenseite. Vorbei geht er aber noch nicht. Ja, muss man mit rechnen, dass der Vordermann natürlich zuzieht, wenn man noch nicht daneben ist in dieser Englingskurve. So, hier kannst du noch auf einen Fehler warten. Wenn er hier einer mal wegrutscht, dann kannst du dich vielleicht mal daneben setzen. Aber hier fährst du erstmal hinterher und dann kannst du vielleicht Corks schon mal angreifen. Aber ich denke mal letzte Kurve und dann wieder erste Kurve werden die besten Möglichkeiten sein anzugreifen. So, Kevin Jung haben wir eben gesehen da, mit dem Aston Martin dahinter ja kollidiert, den wir da gerade sehen. Weiß nicht, ob der jetzt abgestellt hat, steht schon etwas länger in der Box. Moldenhauer, oder war es der andere Aston Martin, der Grüne, gibt ja zwei von denen hier, glaube ich. Auf jeden Fall, er hier seinen Boxstopp jetzt absolviert. Jetzt wird der Rest des Rennens auf jeden Fall zu Ende fahren. So, gucken wir mal nach vorne, holen wir mal ins Bild, auch wenn hier nicht so viel passiert. Stefan Mons auf der ersten Position mit der schnellsten Runde, 22.1, also nochmal zwei Zehntel schneller als hier Tim Köster, der Porsche dahinter, der hat eine 22.3 als schnellste Runde. Berghold kommt nicht ganz mit, der hat eine 22.7 erst gesetzt, also 3-4 Zehntel langsamer, deswegen auch der Abstand schon auf 5 Sekunden angeschwollen. Detlef Keep dahinter 5 Sekunden nochmal, der ist nochmal einen Tick langsamer als Lukas Berghold, wird da also scheinbar auch nicht einfach so ranfahren können. Aber hier hinter Steffen Rosse und Emons haben wir hier direkt hintereinander. Schauen wir mal, was da so geht. Honda gegen Porsche. So, dann nächste Überrundung ohne Probleme. Jetzt durch die schöne Senke den Berg hinauf. Da werden wir wahrscheinlich noch keinen Angriff sehen. Porsche zwar direkt dran, er selber direkt an seinem Teamkollegen dran. Also schöne Dreierkonstellation. Oh, da macht der Detlef Keep einen leichten Fehler. Mal sehen, ob er das bereut hier oder bezahlen muss. Der Porsche außenrum versucht auch vorbeizugehen, aber Emuth, der geht hier leicht aus. Ja, Kies ist das, kein Gras und verliert da fast das Auto, aber kriegt es nochmal unter Kontrolle. Damit jetzt zwei Sekunden Abstand nach vorne. René Brey, der ist noch ein gutes Stück weg, hier 3 Sekunden. Also da muss er keine Position abgeben, aber natürlich muss er erstmal wieder rankommen. Kurze Verschnaufspause für Steffen Rosse hier auf der 5. Position. Dann gehen wir mal wieder ins Mittelfeld rein. Gehen wir zu Matthias Weggel, wenn wir schon beim Team wären. Also Hovesim Racing mit 3 Fahrzeugen unterwegs hier. Und Everts kommt jetzt rein, der schon mal ein bisschen nach vorne gekommen ist. Der Zweite der Gesamtwertung. Glaube ich, ja. Zweite der Gesamtwertung. Ja, hier haben wir auch wieder eine schöne Dreiergruppe. Da ist dann nämlich der Jeff Everts. Da ist gerade ein Anzeigefehler, habe ich vielleicht gerade verguckt. Oh nein, es gibt hier teamintern auch noch eine Berührung zwischen Everts und Guerra hier. Und Matthias Weggel denkt sich, Dankeschön, mal eine Position gewonnen. Ah, ist auch super ärgerlich. Also ähnlich wie die Überrundung hier teamintern auch noch eine Kollision in der Kurve 2. Und damit Guerra ein bisschen nach hinten gefallen, findet sich jetzt hinter Moritz und vor Jan Butch wieder. Ja, da gibt es bestimmt einige Diskussionen nachher nach dem Rennen. Könnte ich mir gut vorstellen. Natürlich mal ärgerlich. Jan Butch macht auch einmal Lichthupe hier. Grüßt einmal den Stream. Und klemmt sich jetzt hier an Helder Guerra ran. Scheren haben wir allerdings mit der gelben Flagge. Da schauen wir mal. Das müsste der Linksknick gewesen sein. Zu viel Curve mitgenommen. Einmal vor der Achse zum Himmel. Auch der Ferrari passt hinterher gefahren und trifft da auch noch den Porsche. Aber ich glaube, der Ferrari ist da noch halbwegs durchgekommen, der Arning. Oh nein, jetzt verliert er hier das Auto nach der Corkscrew und da rauscht auch noch der BMW rein. Von, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war. Ich glaube, das war gar keine Position. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, jetzt steht er hier verkehrt rum in der Kurve. Jetzt muss er erstmal zusehen, dass er die
Karre gedreht bekommt. Oh, jetzt steht er dann an der Wand und jetzt mitten auf der Ideallinie. Da kommen jetzt nochmal zwei Fahrzeuge. BMW kommt vorbei, jetzt kommt noch einer. Jetzt hat er kurz Zeit, sie jetzt umzusetzen. Also, ich sag ja, ein sehr, sehr aufregendes Rennen, was uns heute hier erwarten durfte. Aber wir gehen mal wieder auf die Zweikämpfe. Wolfgang Busch immer noch auf der 10. Dran an Chris Haya, der da ja ein bisschen zurückgefallen war. Eieiei. So, was haben wir denn hinten noch? Alex Cruz zum Beispiel haben wir noch nicht so viel gesehen. Daniel Pei dran. So, da geht der Ferrari auch gerade in die Box. Arning. Da ist was los, Pierre. Absolut. Aber gut, vor uns wird nicht langweilig. Und jetzt sehen wir hier den Zweikampf. Daniel Pei gegen Alex Cruz hier. Alex Cruz auf der Innenseite im Honda. Kann sich da aber noch verteidigen. Mal sehen, ob der BMW hier irgendwo eine Lücke findet. Noch nicht. Muss aber selber nach hinten schauen. Nee, ist keine Position der McLaren, sehe ich gerade. Der nächste wäre nämlich erst 10 Sekunden dahinter. Also muss er nicht unbedingt nach hinten schauen. Müsste der McLaren sein, der auch schon eine DT hatte. Oliver Braun ist das, der war auch schon regulär in der Box. Deswegen hat er hier eine Runde Rückstand. Vielleicht ein bisschen frischere Reifen. Kann deswegen Daniel Pei hier ja eigentlich vielleicht überholen. Zweikampf hat sich da ja jetzt zumindest im Moment mal erledigt. Das heißt, er könnte, wenn er schneller kann, vielleicht vorbeigehen. So, Brückner, Kalmer. Hier gab es offenbar auch irgendwas. Das gucken wir nochmal nach. So, keiner war dahinter. Brückner hier vorne hinter einem Porsche. Auch er nimmt den Körb zu viel mit. Da geht's ein bisschen raus. Und dann, ja, Daniel Pei jetzt auch noch mit der gelben Flagge. Oh, da hat's ihn wahrscheinlich auch erwischt. Ja, da sehen wir ihn. Auch wahrscheinlich der Linksknick, vielleicht der innere Körb. Also, ich sag ja, die Kurve kann sehr, sehr tricky sein. Corkscrew auch, da haben wir noch keinen Dreher gesehen heute. So, jetzt ist er unterwegs. Jetzt kommt da noch ein Porsche an. Das ist aber auch keine Position direkt. Deswegen gehen wir mal zu Detlef Kepp wieder rüber. Die fahren auch gerade durch den Linksknick. So, eben uns jetzt dahinter. Ein paar Sekündchen, damit die beiden Teamkollegen wieder direkt hintereinander. Steffen Roste hier auf der 4. 8 Sekunden jetzt zum Podium. Auch vorne auf dem Podium werden die Abstände deutlich größer. Also passiert aktuell gar nicht so viel. Dann gucken wir mal bei Jan Butch rein. Da ist mal richtig was los. Jan Butch greift gerade Jeff Ewerts an. Hier Außenseite vor dem Linksknick, aber schon vorbei. Nicht zu zweit direkt durchgegangen. Schönes Überholmanöver. Alles gut gegangen. Jeff Ewerts, Falk Moritz, Christian Schernhammer und Helder Guerra sehen wir hier. Hatten wir ja. Oh nein, es gibt hier die Kollision vor der Corkscrew. Jeff Ewerts, der dürfte auch nicht allzu gute Laune haben. Eben noch, glaube ich, was der Kontakt da mit dem Teamkollegen da links vorbei fährt. Ganz auf der Außenseite und dann links noch einer neben der Strecke. Kommen wir gar nicht richtig hinterher, was da alles los ist. Also schauen wir mal jetzt hier. Schernhammer auf der 17. Davor Falk Moritz, Guerra, Ewerts dahinter. Alex Cruz, der steht hier vor der Corkscrew sozusagen, der Honda. Eieiei, mehr Offroad als Onroad hier, hat man das Gefühl. So, jetzt gucken wir aber hier, Schernhammer kann am Windschatten rankommen, wahrscheinlich eher nicht. Daniel Pei, glaube ich, in die Box gefahren, wenn ich das im Augenblick richtig gesehen habe. Immer noch, ja, 36 Fahrzeuge auf der Strecke, Kevin Jung abgestellt, ein Fahrzeug hier runtergegangen. So, Christian Schernhammer direkt dran. Vorne verpassen wir nicht allzu viel. Gucken wir gleich nochmal hin. Aber hier könnte vielleicht was gehen im Mittelfeld. Bisschen anders wild das Rennen, ja. Absolut, absolut. Ja, ist auch eine Strecke, wo man eher auf die Fehler der Gegner wartet, als dass man das selber reinstechen kann. Also, ja, gar nicht so einfach. Selbst wenn du Platz lassen willst, das geht nicht immer gut. Vor allem, wenn du hier so ein bisschen ins Kies kommst, dann dreht das Auto mal ganz schnell weg. Also, da hast du auch kein, ja, so ein bisschen keine Toleranz, sage ich mal, dass du ein bisschen off-track fahren kannst. So, jetzt gucken wir mal bei den Teamkollegen nochmal, was passiert. Fahren ja auch schon ein paar Runden hinterher. Weiß nicht, ob Emons dahinter, der Porsche, sehen wir noch. Ob der nochmal rankommt. 1,8 Sekunden. Was sagen die Zeiten von den beiden Teamkollegen? Da haben wir ja hohe 22er-Zeiten in der schnellsten Runde. Letzte Runde 23,3 jeweils gefahren. Aber klar, fahren ja dicht hintereinander. Da kann der Hintermann nicht deutlich schneller fahren. So, kommen aber Zahner rein. Aus hier wieder Side-by-Side mit dem AMG von Peter Lindner. Ah, der kommt da aber nicht vorbei. Noch so geduldig dahinter. Ich muss ACC-TV nochmal neu runterladen. Dann sehen wir die Positionswechsel mal wieder besser. Ja, aber hat sich ja schon halbwegs geordnet. Die Zweikämpfe etwas übersichtlicher hier. Rote Zahlen haben wir weniger. Kleine Kerl auf der 22 an Hausinger dran. Ich glaube, Hausinger haben wir heute auch noch nicht so viel gesehen, ne? Ne, DOD-Piloten hier mit der 47. Ja, warum nicht? 9 Positionen hat er schon gewonnen. Also da ging es eigentlich gut nach vorne.
muss natürlich nochmal in die Box. Schauen wir mal, wo er rauskommt. Aber wir haben eine recht große Lücke auf der 23, der nämlich gerade auch in die Box reinkommt. Elderly ist das nämlich. Und da noch ein langsamer BMW, der sich überrunden lässt. Davor haben wir auch nochmal zwei Fahrzeuge. Die müssten auch im Zweikampf sein. Das sind nämlich Pierre Brückner und Friedrich Pfaffenroth. Also nochmal eine Vierergruppe hier im Mittelfeld. Weggelt dran an Jan Butch. Ja, aber Butch ja durchgegangen durch diese Gruppe. Da hatten wir gesehen, hat jetzt Luft nach vorne zu Peter Lindner, der mit Marussana am Gange ist. So, schauen wir mal. Hier geht es erstmal hintereinander durch. Oh, da geht der Audi weit. Keine Keimer, verliert hier das Auto. Manchmal kriegst du es noch gefangen. Ganz oft aber auch nicht. Zumindest mal kein Einschlag. Und Hausinger geht vorbei. Alice Cruz, ah, der ist noch ein paar Meter weg. Der wird nicht vorbeigehen. Jetzt erstmal wieder die Karre auf die Strecke kriegen. Sonst gehst du dich hier die ganze Zeit im Kreis. Ja, also nicht einfaches oder kein einfaches Rennen für ihn hier. 16 Positionen zwar gewonnen, noch nicht ganz Boxenstopp bereinigt, auf der 22 unterwegs. So, gehen wir mal zu Christian Schernhammer im Windschatten jetzt dran vom BMW. Er hat sich hier so ein bisschen offenbar ranfahren können oder war die ganze Zeit dran. Auf jeden Fall ist er dran. Oh, ganz, ganz spät rein hier und das klappt halbwegs, wenn es auch ja, sehr, sehr mutig war. Lässt hier aber direkt den BMW wieder vorbei, weiß er selber. Vielleicht aber auch nur verbremst, man weiß es nicht. Heißt ja nicht, dass er da wirklich vorbei wollte. Ein bisschen zu spät auf der Bremse, da bergab. Aber alles gut gegangen, dürfte kein großer Schaden sein, keiner gedreht und die alte Reihenfolge wiederhergestellt. So, hier vorne die beiden Hondas. Da tut sich nicht so viel. Emons noch dahinter, René Brey auf der 7. Ja, aber gerade tatsächlich nur ein richtig engen Zweikampf, den wir da gerade eben gesehen haben. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal besser. Stefan Mons mit der 22.087. Also der fährt da so schnell fast wie im Qualifying. Oder müsste eigentlich so schnell wie im Qualifying sein. Ah, der geht vorne dran jetzt an Steffen Rosse. Gehen wir da mal hin. Die sind nämlich gerade Richtung T1 unterwegs. Da hinter noch ein AMG. Ist aber, glaube ich, keine Position. René Brey müsste nämlich der schwarze AMG sein. 6 Sekunden dahinter. Aber hier sehen wir noch keinen Angriff zwischen den beiden Hovelsim Racing Hondas. Aber da können noch mal was gehen. Damals auch noch mal einen schönen Zweikampf. Schernhammer nicht vorbeigekommen, wo wir eben drauf waren. Ja, sonst hinten ganz, ganz wenig los. Ab Platz 22 alles wunderbar aufgereiht. Keine direkten Zweikämpfe. Waffenrot hier noch vor dem BMW. Schernhammer muss vielleicht gucken. Elder Guerra 1,8 Sekunden im Schlepptau. Ob der noch mal rankommt. Wie gesagt, der dürfte auch nicht allzu gute Laune haben. Lief alles andere als gut bis jetzt. Oh, Peter Lindner. Wo ist der denn jetzt gerade dran? An Zahna plötzlich. Oh, gibt es auch eine Berührung bei der Anbremszone. Da geht es dann am Aston Martin vorbei. Ist eine Überrundung nur. Aber hier zu zweit an der Überrundung vorbeizugehen, auch sehr, sehr tricky. Jetzt ist nur Peter Lindner vorbeigekommen. Marussana ist noch ein bisschen geduldig. Mal gucken, Jan Butch ist der nächste paar Meter dahinter. Also der BMW dahinter direkt. Das ist auch keine Position. Ja, ein bisschen durcheinander geraten alles durch die Unfälle, durch die Strafen zum Teil. Aber wird es jetzt schon ja, einige Überrundungen geben. Aber gehen so langsam auf die Halbzeit zu. Das heißt, der Großteil wird wohl in den nächsten 10 Minuten, sage ich mal, zum Boxenstopp kommen. Bin gespannt, wer vielleicht ein bisschen länger draußen bleibt. So ein paar engere Grüppchen haben wir ja noch, wo man sich das überlegen kann. Ob man früher oder später reinkommt, Marussana, der entscheidet sich dafür, etwas früher reinzukommen. Deswegen können wir wieder zu Wolfgang Busch gehen. Hier Ewigkeiten auf der 10. unterwegs im Moment. Danny Anwand, das ist hier der 52er BMW. 6 Positionen gewonnen. Vorne ein leichter Abstand zu Chris Haya. Bei dem ist es auch nicht so gut. Der ist auch ein bisschen nach hinten gefallen. Der war ja vorhin noch auf der 4 unterwegs. Hatte, glaube ich, auch irgendeinen Zwischenfall, meine ich. Hier auf der 8 jetzt im Moment nur hinter Patrick Schröter. So, Schernhammer. So, diesmal gab es wohl keinen Angriff, keinen Verbremser. Kurve 1, jetzt kommt er zu weit raus und dreht hier fast das Auto weg, zumindest nicht in die Wand. Aber da habe ich es eben angesprochen, ein bisschen aufs Kies raus und dann verlierst du hier das Auto mal ganz, ganz schnell. Mal sehen, Brückner dahinter, der Aston Martin müsste noch nicht vorbeikommen. Nee, sieht das Ganze aber, dass der Porsche plötzlich wieder ganz, ganz nah ist. Falk Moritz, der ja, ist ihn erstmal losgeworden. Den Porsche, 8 Sekunden Vorsprung, wird ihm ganz gut schmecken. Jetzt kann er sich darauf konzentrieren, vielleicht Matthias Weggel einzuholen. Der hat nämlich gerade gar nichts zu tun. 4 Sekunden Rückstand. Weiß nicht, ob er sich drüber freut über Gesellschaft. Wahrscheinlich eher nicht, zumindest nicht, wenn die von hinten angerauscht kommt. Würde eher freuen, wenn er sich weiter nach vorne orientieren kann. Aber Jan Butch, der ist sehr gut unterwegs. Der hat hier ja, in seiner schnellsten Runde 22.9. Also damit ja in den Top 5 unterwegs, pace-technisch. Oder, ja, kann man sagen. Top 10 auf jeden Fall ein bisschen mehr sogar. Die fahren da so 22er zum Teil.
Dann Mittelfeld 23, hinten 24, 25er. So, Dani Anwand, Waffenrot gab in der gelben Flanke. Wir gucken aber gerade mal hier, Busch Anwand, ob es da einen Angriff gibt. Ja, der Horten da, der schaut auf der Außenseite. BMW fährt relativ weit innen an, verliert also ein bisschen Schwung jetzt hier. Dann gibt es auch noch Überrundungsverkehr mit dem AMG, müsste das hier sein. Desire ist der Honda da unten nochmal. So, da ging es am AMG vorbei. Gucken wir mal, ob Busch da jetzt auch nochmal vorbeikommt. Guerra mit einer gelben Flagge kurz. Gucken wir mal. Das war, glaube ich, aber auch nur eine Überrundung. Ja, nichts Wildes. Denn er war schon in der Box. So, Jeff Ewerts dahinter. Der müsste auch gleich dann hier vorbeigehen. Und damit, ja, ist es gerade relativ ruhig, was die Zweikämpfe angeht, sage ich gerade. Und bei Chiesa müsste irgendwas passiert sein. Dann den Pai jetzt mit einer gelben Flagge. Aber steht nur irgendwo auf der Strecke. Jernhammer kommt jetzt rein. Chiesa hier an Guerra dran. Da ist Daniel Pai. Deswegen gelbe Flagge, lässt hier auch gerade ein paar Fahrzeuge vorbei. So, ich schau mal. Ja, immer noch 36 Fahrzeuge hier im Rennen. Oh, das war knapp hier. Zwischen dem BMW und dem Honda davor. Ja, muss man natürlich den Überblick behalten. Wer ist mein Gegner? Wer will mich überrunden? Wen kann ich wieder zurückrunden und so weiter? Wer muss nochmal in die Box? Wir sehen es links im Tower. Schon einige in der Box gewesen. Also rund die Hälfte des Feldes war schon drin. Aber da müssen natürlich noch sehr, sehr viele rein. Buchholz mit einer gelben Flagge hier. Eieiei. Aber ich denke, das war auch nur Überrundung. Ja, auch nur Überrundung. Dann gehen wir mal wieder ins Leitbild und auf die Position Nummer 5. Da haben wir weiterhin das teaminterne Duell hier zwischen der 274 und der 67. Detlef Kiep sehen wir hier. Steffen Rosse direkt davor auf der vierten Position. Podium scheint heute wohl eher nichts zu werden, wenn da vorne nicht irgendwas Größeres passiert. Aber hier 4 und 5 kann man sich teamintern mal aufteilen. Schauen wir mal. Waren hier ja doch schon sehr, sehr lange hintereinander her. Bin gespannt, wer da als erstes in die Box reinkommt, ob vielleicht beide gleichzeitig reinkommen. Nach hinten hat man ja auch einen guten Abstand von 9 bis fast 10 Sekunden. Berghold auf der 3 kommt jetzt rein. Also die können hier ihr Rennen auf jeden Fall fahren. So, er kommt nicht rein. Nö. Geht relativ spät rechts rüber. Aber da geht's noch weiter auf die Strecke. So, um Danny Anwand ist noch einiges los. Chris Sayer vor sich, Patrick Schröter davor. Dahinter noch Wolfgang Busch. Also da kann ein guter Boxstopp auch nochmal was ausmachen. Einmal verschoben werden, 2-3 Sekunden verlieren und dann verlierst du hier ein, 2 Positionen, je nachdem. Auch bei Jeff Ewerts gegen Thomas Geffert. Oh, Geffert da nicht ganz gut rausgekommen, jetzt kann sich der BMW daneben setzen. Er hat wahrscheinlich ein bisschen Schwung verloren, weil er nicht ganz aufs Gas gehen kann. Aber die Nase leicht vorne, Innenseite für Kurve 1, Kurve 2, 3 sind das. Und dann Epay dahinter, das ist keine Position. Wie gesagt, er muss sich da ein bisschen raushalten eigentlich. Aber auf der Innenseite geht er am AMG hier vorbei, den er da rückrunden müsste eigentlich. Der war ja schon in der Box. Der Geffert war noch nicht in der Box. Also der hat frische Reifen, deswegen kommt er hier easy vorbei. Und Guerra hier auf der 21. Ja, muss sich ja auch gerade überrunden lassen. Aber das sollte kein Problem sein, jawohl. So, Mons geht auch rein übrigens. Hier der Führende gerade. Tim Köster bleibt noch draußen. Steffen Rosse und sein Teamkollege gerade hier gleich in der vorletzten Kurve unterwegs. Schauen wir mal, ob da einer reingeht. Geht nämlich jetzt hier durch die vorletzte Kurve. Links ist die Boxeneinfahrt. Wir sehen, er biegt ab. Und Detlef Geb bleibt nochmal draußen. René Brey dahinter. Der ist jetzt hier auf der, im Moment fünften Position. Auch er bleibt noch weiter draußen. Desire. Ah, gucken mal neben der Strecke, ob noch alles in Ordnung ist. Ja, da hat er zu früh eingelenkt. Da muss er nochmal die Lenkung aufmachen, um nicht über den Wurstkörb zu fahren. Deswegen den Exit nicht getroffen. Ja, da berg runter. Da kriegt man ganz schnell mal untersteuern. Und da geht es auch schon direkt in die Box rein hier. Seine Boxen-Crew ganz am Anfang hier von der Boxen, von der Boxeneinfahrt oder von der Boxen, wie sagt man? Gasse? So, schauen wir mal. Moldenhauer, der war schon in der Box. Der gewinnt jetzt also gerade mal wieder ein paar Positionen. Also 2 Positionen auf jeden Fall schon mal gewonnen. Geffert vor ihm muss ja nochmal reinkommen. Das ist hier der blaue AMG. Ist also keine wirkliche, kein wirklicher Positionskampf. Das heißt, Thomas Geffert muss da nicht wirklich verteidigen, macht keinen großen Sinn. Der wird da früher oder später wieder hinter dem Aston Martin hinterher fahren. Deswegen hier der Positionswechsel, denke ich mal. Ja, hoffentlich geht hier alles gut. Jawohl, geht alles gut. Aber will natürlich, auch hier nicht verteidigen. Remo Kipp war auch schon in der Box gewesen. Aber hier Moldenhauer und Geffert, die sind im
Zweikampf auf jeden Fall, Boxstoppelreinig. Also da können wir vielleicht nochmal was erwarten zwischen dem Aston Martin und dem BMW hier. So, Anwand kommt rein, raus. Hausinger jetzt in der Box, Haier in der Box. Geb in der Box. Aber gar nicht mehr so viele, die fehlen. Guck mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fahrzeuge noch. Und dann haben wir wieder ein boxstoppelreinigtes Feld und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Ah, oh, jetzt haben wir schon wieder eine gelbe Flagge. Bleibt nicht aus, auch hier ohne Zweikampf. Na, zu weit rausgekommen. Nehme ich mal fast an und dann weggerutscht. Ah, da ging es doch, aber nächste Kurve. Nein, Körper ist nicht. Und jetzt hier wahrscheinlich mit dem Heck weggerutscht. Ja, und genau da geht's in die Wand. Das sehen wir so oft hier. Super, super ärgerlich für Marco Eldery. Denn, ja, der war nicht im Zweikampf, hatte eigentlich keinen großen Druck. Jetzt so ein blöder Fahrfehler und der war schon in der Box. Und nach dem Einschlag glaube ich nicht, dass er 27 Minuten durchfahren wird. Also nochmal ein extra Boxstopp, den er hier einlegen muss. Hausinger kommt gerade, glaube ich, nur aus der Box. Ja, jetzt hier die ganz, ganz enge Ausfahrt. Auch super unangenehm. Aber alles gut, nicht überschossen. Jetzt auf der 26 unterwegs, beziehungsweise 25 müsste er ja werden. Der AMG auf der 24, der wird ja nochmal gleich abbiegen. So, Tim Köster aktuell mal auf der ersten Position. Der einzigen Position, genau. Ja, von der er auch gestartet war. Bin gespannt. Abstand war ja doch ein paar Sekunden da zum Führenden, zum Mons. Also da wird er wohl am Boxstopp nicht alles rausholen können. Außer er wechselt vielleicht keine Reifen, was ich mir aber kaum vorstellen kann auf der Strecke mit dem Porsche. Aber guck natürlich, dass er vielleicht ein bisschen jetzt hier gut durch den Verkehr kommt. Vielleicht ein bisschen was gut machen kann. Hofft, dass Mons vielleicht wiederum ein bisschen was verliert im Verkehr. Wo ist der eigentlich rausgekommen? Auf der fünften Position. Da ist er nämlich. So, Bergold. Sein Boxenstopp sah auch ganz in Ordnung aus. Und wir gehen mal wieder zu Stefan Rosse rüber. Der kommt so weit raus und Emons geht damit vorbei. Die waren alle schon in der Box. Also die Position hat er auf jeden Fall verloren. Detlef Kiep, der hier auf der achten Position ist. Ich glaube, die Hondas waren in der Reihenfolge auch in die Box gegangen. Ich hoffe, ich habe das nicht verwechselt. Aber die beiden waren jetzt sehr dicht hintereinander. Gleiche Livery hier. Ne, die müssen gewechselt haben, ne? Ja, 67 war vorhin hinter der 274. Also Kiep hat hier den Teamkollegen in der Box überholt. Ja, war aber relativ ähnlich, der Boxenstopp. Und jetzt ist der Porsche hier von Markus Emons dazwischen. Na, schauen wir mal, ob er hier den Honda angreifen kann. Ansonsten Tim Köster jetzt reingekommen. Patrick Schröter, schauen wir mal, wo ist der? Oh, erst bei der Corkscrew, muss nochmal reinkommen. Dürfte dann der letzte sein, glaube ich, oder? Ne, Giffert fehlt noch. Der war auch noch nicht drin. Also zwei Fahrzeuge fehlen noch. Keiner, der super, super lange draußen bleibt bis jetzt. Dann haben wir gleich wieder ein boxstoppelreinigtes Feld und dann haben wir auch wieder die richtigen Abstände zwischen den Positionen. So, ja, Geffert mit seinen alten Schlappen hier. Der muss sich jetzt hier überholen lassen. Alles Positionen, die er noch weiter verlieren wird. Cruz Pfaffenroth direkt dahinter. Hanning auf der 29, 15 Sekunden. Da hat er dann erstmal wieder Ruhe. Ich denke mal, bis dahin sollte er in der Box gewesen sein. Das heißt, im Moment 10 Positionen gewonnen. Wird nicht ganz dabei bleiben. Schauen wir mal, ob das hier alles gut geht. Denn, ja, ich denke mal, die sollten das sehen, dass da noch ein Boxstopp offen hat. Hier vor der Corkscrew einmal rein. Guck mal kurz in-game. Dann, ja, werden die Boxstopps auch angezeigt, die Pflichtboxenstopps. Also das kriegt man auch mit, dass der andere noch nicht in der Box war. Ja, muss man drauf hoffen. Aber der AMG hat ja gut mitgespielt, dass man hier in der Corkscrew auch vorbeigehen kann. So, der Porsche. Auf jeden Fall dran. Köster mit einer gelben Flagge. Ist nur die Boxenausfahrt. Aber schauen wir mal. Stefan Mons ist schon vorbei. Das war abzusehen. Aber wo ist Lukas Bergold? Er ist Anfang Startziel. Das heißt, da vorne tut sich gar nichts. Tim Köster bleibt auf der Boxstoppbereich in zweiten Position. Was viel wichtiger ist, dass er hier vor dem Verkehr rauskommt. Dass er da nicht erst überrunden muss. Und da vielleicht noch Gefahr läuft. Vielleicht auch einen kleinen Unfall zu haben. Apropos Unfall. Nee, kein Unfall. Brückner, hoffe ich. Nö, fährt hier ganz normal. Geffert kommt jetzt auch rein, der AMG. Und damit fehlt nur noch Patrick Schröter, der mal kurz Führungskilometer genießen darf. Aber vielleicht kommt er jetzt ja auch schon rein. Ist jetzt im letzten Sektor unterwegs. Gucken wir mal, dann gehen wir wieder zu den Zweikämpfen. Da ist es ja alles schon richtig sortiert. Ja, kommt rein. Workshops können wir ausmachen. Und dann gehen wir, wie gesagt, auf die Zweikämpfe. In erster Linie hier in den Top 10. Detlef Kiep unter Druck vom Porsche. Wir fahren mal hier beim Honda-Piloten mit. Dahinter sehen wir noch seinen Teamkollegen. Dahinter, ja, René Brey auf der 8. Ein gutes Stück weg. 9 Sekunden. Der fährt da alleine rum. Danny Anwand auf der 9. Auch recht einsam unterwegs. Busch und Haier haben wir auch nochmal einen Zweikampf. Vielleicht gehen wir
da mal hin. Hier sehen wir gerade nichts. Hier sehen wir nämlich auch nochmal einen HyperX Race in Luxemburg. Honda ist hier am Markenkollegen dran. Wolfgang Busch, für ihn ging es auf 7 Positionen zurück. Für den Kollegen hier, Wolfgang Busch, auch 5. Ah, also, da hat man sich mehr erhofft. Top 10 absolut noch drin, beziehungsweise Busch ist ja in den Top 10. Aber vielleicht auch nicht mehr lange. Wir sehen da der Honda-Kollege ganz, ganz dicht dran. Gehen wir da mal auf die Heckpartie. Durch die Corkscrew raus. Und dann durch die doch relativ lange Linkskurve den Berg runter. Ah, wir sehen, Busch musste ein bisschen lupfen. Wäre zu weit rausgekommen. Und da hätte er sich womöglich weggedreht. Aber nicht allzu viel gelupft, dass da der Angriff kam. Aber jetzt hier letzte Kurve, wenn du die ja nicht richtig kriegst, dann kriegst du ein Problem Richtung Kurve 1. Gucken wir mal, ob Chris Heyer da gut rauskommt. Ja, nicht besser oder schlechter als der Busch. Aber hier sehen wir keinen Angriff in der ersten Kurve. Das wird erstmal dabei bleiben. Was haben wir noch im Angebot? Matthias Weggel hinter Marius Zahner. Ja, ich weiß nicht, ob es da nochmal einen Angriff gibt. Eine Sekunde auseinander. Dann haben wir Pierre Brückner hier dran an Moldenhauer. Eine Sekunde zumindest, hinten gelbe Flagge bei Kieser. Ah, oh, da hat man schon wieder Probleme in der Corkscrew. Oh, das sieht gar nicht gut aus bei Thorsten Kieser. Wir haben nicht ganz gesehen, was da passiert ist. Buchholz auch nochmal mit einer gelben Flagge. Der kommt nämlich jetzt auch rein. Ja, weiß nicht, ob es da vielleicht eine Kollision gab oder so. Könnte sein. Auch Thorsten Kieser wird wohl einen zweiten Boxenstopp einlegen müssen. Ah, biegt da leider ab. Also heute, ja, wird's nichts mit den dicken Punkten. So, Falk Moritz reingekommen. Mal kurz, ob das eine Strafe ist. Eine SG30 hat er gerade abgesessen, der Falk Moritz. Auch das natürlich super ärgerlich. Kostet viel Zeit. Jetzt hier auf der 26. Gucken wir mal, wo er gleich rauskommt. Noch kann er nicht aufs Gas gehen. Und wir gehen auch Steffen Rosse drauf. Da ist er am, ja, Porsche jetzt dran. Also da muss ihm uns jetzt eher verteidigen, als dass er vorne angreifen kann. Da zwischen den beiden Uwe Sim Racing Hondas. So, Chris Heyer haben wir immer noch am Honda dran. Genau, 5 und 7 Positionsverluste. Schauen wir mal, was da noch so geht. Haben noch 20 Minuten Zeit, sich hier einig zu werden. Jan Butch, der könnte auch nochmal Interesse anmelden. Der M6 hier von Lone Warrior Racing. Der ist nur 2,5 Sekunden dahinter. Wir können mal einen Zeitenvergleich machen. Letzten beiden Runden. Jan Butch doch einen Tick schneller gewesen. Vor allem letzte Runde eine halbe Sekunde aufgeholt auf Chris Heyer. Wenn er das so beibehalten kann, was gut möglich ist, weil er hier ja nicht bis jetzt vorbeikommt, dann könnte es nochmal ein Dreikampf werden. Jan Butch hat ja schon einige Überholmanöver absolviert heute. Durch die DT erstmal nach hinten gefallen. Jetzt aber schon wieder auf der 12 unterwegs. Also ohne Strafe, denke ich, wäre er nochmal locker in den Top 10 gefahren. Wenn wir hier mal in die Ergebnisse von den letzten Rennen reinschauen. Da war Jan Butch, wo ist er denn? Auf der 18 insgesamt. P31 im ersten Rennen. P7 dafür aber in Donington letztes Rennen. Also schauen wir mal, Top 10. Ja, kann er eigentlich mitfahren. So, Remo Kipfer mit einer gelben Flagge. Wo ist der denn hier? Erste Kurve ist das. Ah, da ist er weggedreht, da hat er sich gerade wieder zurückgedreht. Da dreht er sich nochmal weg. Also hier, abseits der Strecke auf Laguna Seca, immer super, super unangenehm. Und jetzt ist er wieder unterwegs auf der 24. 6 Positionen ging es nach hinten. So, Stefan Mons vorne, 10 Sekunden Vorsprung. Der hatte alles im Griff. Tim Köster 16 Sekunden inzwischen vor Lukas Bergold. Oh, der könnte vielleicht nochmal, weiß ich nicht, vielleicht doch nochmal Gesellschaft bekommen. Die nächsten 3 Positionen sind da nur so ein paar Sekunden hinterher. Also wenn er mal hinten rausschaut, da unten sind die nächsten 3 schon wieder. Also da ist es weiter konzentriert bleiben, keinen Fehler machen. Jetzt hier bei der Überrundung bei Daniel Pay gut vorbeikommen. Und dann schauen wir mal. Ja, aber hier sicher auf der 3. Position ist. Oh, leichte Missverständnisse beim Überrunden. Das hat jetzt super viel Zeit gekostet. Und zack, sind hinten dran. Geht vorbei. Emons vorbei. Rosse noch nicht vorbei. Ist noch ein Tick weit weg. Aber hier um die 3. Position könnte es nochmal spannend werden jetzt. Da sind auf jeden Fall mal 4 Autos, die da was veranstalten könnten. Jan Butch, der auch nochmal rankommen könnte. Eben zumindest. Leichter Fahrfehler. Und da rutscht er weg, kriegt Gegenpendler nochmal Gegenpendler. Und dann dreht er sich hier halb weg. Und damit auf der 13 mit, ja, deutlich mehr Abstand nach vorne leider. Also wie gesagt, hier auch die letzten 18,5 Minuten konzentriert bleiben. Jetzt ist Detlef Gebb direkt dran. Und das könnte nochmal interessant werden. Gucken, ob Lukas Bergold hier, ja, das 3. Podium in Folge holen kann. Position 2 und 1.
Ja, in der Reihenfolge auch hat er sich hier die ersten beiden Runden, Rennen holen können. Mal sehen, ob es heute was mit dem dritten Podium wird. Ja, sehr, sehr wichtig. Wo ist Everts eigentlich? Der spielt heute ja nicht allzu sehr eine Rolle auf der 17 nur. Also da der erste Verfolger der Gesamtwertung wird heute Punkte verlieren auf ihn. Allerdings Stefan Mons hier in Führung liegend auf der dritten Position in der Gesamtwertung könnte wieder gut Punkte gewinnen. 11 Punkte hat er im Moment Rückstand. Hier wird er ein bisschen verkleinern können, wenn es so bleibt. Nicht viel, aber ein bisschen. Also hier vorne bleibt es auf jeden Fall super, super spannend. Es gibt so eine Überrundung. Das sollte kein Problem sein. Der Audi macht da wunderbar Platz. Da kommen zumindest mal die nächsten drei Fahrzeuge vorbei. Oh, Detlef Geb kam da nicht ganz optimal vorbei. Der Teamkollege geht jetzt auf der Innenseite vorbei. Auch Emons hier mit Problemen, der da off-track war. Da kommen jetzt die nächsten ein, zwei Autos side by side rum. Eieiei. Oh Mann, das sind alles keine Positionen hier um ihn rum. Und ja, ist jetzt hier zwei Autos vor sich, zwei hinter sich. Schöne Fünfergruppe, jetzt geht's hier erstmal zu dritt durch. Zu viert fast. Oh weia, hoffentlich werden sich alle einig. Der Audi unten macht mal ordentlich Platz. Jawohl, und jetzt hier Emons leider mit 4 Sekunden Rückstand. Das heißt, Detlef Geb, Rosse sind jetzt wieder hintereinander direkt. Und Berghold hat dann, ja, profitieren können. 3 Sekunden Rückstand nach hinten wieder. Aber wir haben gesehen, die Überrundung hat da ein bisschen was durcheinander gebracht. Remo Kipfer jetzt hier schon wieder off-track unterwegs. Oh nein, da gab es jetzt einen Kontakt mit einem, war das Alex Cruz? Bin mir nicht ganz sicher. Hausinger Cruz. Irgendeiner hier, Cruz müsste das gewesen sein, ja. Gab es hier den Kontakt, Anfahrt zur ersten Kurve runter. Das war alles keine Position, muss man halt sagen. So, hier geht's aber um Position. Cruz, Hausinger, kleine Kalmar. Da geht's auf jeden Fall nochmal, ja, nicht ganz um die Top 20 dahinter. 17 Sekunden zu Platz 21. Da ist also erstmal, ja, richtig, richtig los. Stefan Mons mit der neuschnellsten Runde wieder eine 22-0. Der, ja, hat sich den Sieg auf jeden Fall verdient, wenn er den so nach Hause bringt, wenn er keinen Fehler macht. Pace-technisch da wirklich der schnellste heute. Oder mit der schnellste Tim Köster. War ja auch nicht so weit weg. Aber diesen sind erst in 22-5 gesetzt. Berghold in 22-6. Allgemein Top 10, so 22er Zeiten in dem Stint. Moin Phil. Ja, einiges los. Ich hoffe, wir haben halbwegs alles mitbekommen. Ich denke mal schon. Was haben wir noch? Viertelstunde noch. Viertelstunde ist noch. Ja, vorne hat es sich dann jetzt doch ein bisschen wieder geklärt. Bisschen schade eigentlich. 4 Autos, die da um Position 3 hätten kämpfen können. Dadurch dem, ja, Überrundungstrouble, bisschen Auto verloren. Da ein, zwei Fahrzeuge hat sich wieder auseinandergelebt. Guerra sehen wir hier auf der 17. 7 Positionen immerhin gewonnen. Hausinger auf der 23. Ja, da wir keine direkten Zweikämpfe haben, können wir ja mal durchs Feld gehen. Dann haben wir auf jeden Fall alle mal wieder ins Stream reinbekommen. Stefan Mons auf der 1. Tim Köster gab beim Überrunden mit der Lichthupe unterwegs auf der 2. Lukas Berghold, ja, gerade noch mit dem blauen Auge davongekommen. Hätte vielleicht nochmal Druck kriegen können. Jetzt kann er das hier, denke ich mal, nach Hause fahren. Die letzten 15 Minuten. Steffen Rosse und Detlef Geb, das ganze Rennen hintereinander, müssten hier gewechselt haben nach dem Boxenstopp die Position. Dann haben wir Emons auf der 6. Position, René Brey auf der 7. Da müssen wir doch wieder wegschalten. Da haben wir nämlich eine kleine Gruppe. 16, 17, 18, 19 sehen wir hier. Also Jeff Everts könnte nochmal Probleme kriegen. Da kommt jetzt der Teamkollege. Ich weiß nicht, wann das die beiden, die davon kollidiert waren. Hier gab es Team intern Kurve 1 oder Kurve 2 offiziell ja. Einen Kontakt, da wird ordentlich gecuttet in der Boxenausfahrt. Solange keiner kommt, ist das auch nicht so schlimm. Man muss natürlich aufpassen. Ja, also Moldenauer noch dahinter. Und dahinter haben wir noch den Gerd Brückner auf der 19. So, Brückner, ich muss kurz gucken. Genau, der führt ja die Bronzeklasse an. Also der in seiner Klasse auch dabei, gut Punkte zu holen heute. Falk Moritz jetzt nochmal dran. Der hatte ja eine SG30 leider. Ist jetzt an Oliver Braun dran, der auch schon eine DT hatte von Anfang an. Hier 5 Positionen geworden. Da ging es also ein bisschen nach vorne. Bei Falk Moritz ging es 2 nach hinten. Aber eine kann er sich hier nochmal holen. Oliver Braun direkt davor. Ja, diesen sind zumindest mit der schnellsten Runde deutlich langsamer. Das sind, lass mich rechnen, 18. Deswegen könnte es sein, dass Oliver Braun hier über kurz oder lang nochmal die Position verliert. Der BMW jetzt auf die Innenseite, da lässt er die Tür aber auch auf. Der Oliver kämpft da gar nicht lange damit vorbei. Jan Butch, der hinter dem wir gerade noch, ja, beim kleinen Dreher gesehen haben. Der da noch dahinter ist, überrunden wird. Jetzt sehen wir Arning beim Angriff von Remo Kipfer, der ja hier auch ein demoliertes Fahrzeug hat, außenrum.
Meistens kommt man da nicht unbedingt vorbei, aber hier mit dem demolierten BMW kann er nicht ganz gegenhalten. Na, noch ist er daneben, überlegt sich nicht da auch Side by Side durchzugehen, geht dann mit dahinter und Hausinger verliert, glaube ich, gerade eine Position. Da müsste kleine Kalmer vorbeigegangen sein in der langen Linkskurve runter den Berg. Also hier nochmal die 15. Position, die er gewonnen hat. Also bei ihm lief es doch dann eigentlich ganz gut, dafür, dass er da von ganz hinten starten musste. So, Pierre Brückner dran am Moldenhauer. Aston gegen Aston Martin. Ah, Lukas Bergold vorne doch noch nicht sicher. Steffen Ross jetzt unter 2 Sekunden dran. Immer mal 1,5. Müssen wir im Auge behalten da vorne. 12 Minuten haben wir noch. So. Ja, immer noch 36 Fahrzeuge auf der Strecke. Kevin Jung in der Box. Ein Fahrzeug runter. Hoffen wir mal, dass alle 36, die noch fahren, auch ins Ziel fahren. Dann wäre das eine ganz gute Quote. So, Arning 26 müsste von Remo Küpfer wegkommen. Also da müssen wir nicht entscheiden. Deswegen gehen wir mal zu Guerra rüber, der gerade an seinem Teamkollegen schnuppert. Der bringt noch die beiden Aston Martins mit. Gucken wir mal, ob es hier teamintern oder hinter markenintern nochmal Zweikämpfe gibt. Also 4 Autos jetzt 12 Minuten vor Schluss in den Top 20. So schön dicht hintereinander. Deutlich kühler geworden. 3 Grad Streckentemperatur ist, um 3 Grad ist sie gefallen. So, jetzt hier im Windschatten dran. Schauen wir mal, ob hier irgendwo Angriffe gibt. Wir sehen Jeff Everts wieder richtig, richtig viel gecuttet. Will auf jeden Fall die Innenseite dicht machen. Moldenhauer dahinter muss sich auch noch nicht angreifen lassen. So, diesmal aber hoffentlich ohne Kollision der Zweikampf. Kleine Keimer ist nochmal an Cruz dran. Hier vorletzte Kurve. Ja, steht da jetzt hier letzte Kurve rein. Ja, so halb. Vordermann lässt da auf jeden Fall ein bisschen Platz. Dahinter, weiß nicht, ob es Patrick Schröter ist. Könnte sein, von der Livery zumindest. Keine direkte Position. Moin, Max. Schön, dass du da bist. Ah, jetzt kommt auch wieder ein paar mehr Zweikämpfe hier. Kleine Keimer haben wir eben gesehen. Moldenhauer immer noch jetzt hier doch eher dran am Audi, als dass er verteidigen müsste. Immer sehr spannend in so einer Gruppe. Je nachdem, wer mal eine bessere Runde erwischt, bisschen Windschatten bekommt, ändern sich hier die Zweikämpfe. Könnte Jeff Everts natürlich gefallen auf der 17, auf der 16. Könnte dann wieder ein bisschen wegkommen. Aber der muss mal zusehen, dass er da wegkommt. Schauen wir mal, wo es da Angriffe gibt. Vorne. Ah, Steffen Ross jetzt doch wieder einen Tick weg. Eben noch unter 2 Sekunden. Aber René Brey, der ist dran an Emons. Machen wir mal einen Zeitenvergleich. Emons hatte vorletzte Runde irgendwas. 1,30 nur gefahren. Da muss was vorgefallen sein. Da hat er 6 Sekunden verloren in der Runde. Daher der Abstand jetzt hier deutlich kleiner geworden. Schauen wir mal. Ja, das ist einer der wenigen Duelle noch hier im vorderen Feld. Jetzt ist Brückner dran am Moldenhauer. Aston doch gegen Aston Martin. Aber das reicht noch nicht, in Kurve 1 vorbeizugehen. Jetzt klebt er ihm hier am Heck. Wir fahren mal mit. Und ja, nächsten Kurven erstmal dranbleiben. Da wird man nicht überholen können. Da muss man sehr geduldig sein. Hier aufs Gas gehen, kurz anbremsen, wieder eine Überrundung. Und dann hier schön den Schwung mit rausnehmen. Aber das kriegt auch der Moldenhauer ganz gut hin. Wir sehen, kann sich da keinen wirklichen Vorteil erfahren. Ups, das wollte ich gar nicht. So, was haben wir hier? Kleine Kalmer immer noch dran. Ich glaube, der Honda davor müsste vorbeigegangen sein an den beiden. Dürfte dann aber die Überrundung sein. Ah, Hausinger kommt jetzt auch nochmal an den Zweikampf. Also da können sie nochmal eine Dreiergruppierung entwickeln. Gibt auch nochmal ein paar Sachen, die hier richtig, richtig spannend werden gegen Ende des Rennens. Auch wenn es nicht ganz vorne ist, aber Position 3. Ja, wenn Lukas Bergold keinen Fehler macht, dann sollte er die 2 Sekunden da halten können. Aber René Brey, der will mal nach vorne kommen. 7 Positionen hat er schon gewonnen. Gibt nochmal Position Deltas hier. Oh, da verklicke ich mich hier. Da sehen wir Matthias Weggel auf der 14. Auch ein ganz, ganz großer Gewinner. 14 Positionen ging es da nach vorne. Aber auch hier in den Top 10 einige nach vorne kommen. Steffen Rosse von der 10 auf die 6. Anwand auf der 9. Auch gut nach vorne. Kleine Kalmer von hinten gestartet auf der 23. Ja, Verlierer Busch und Haier unter anderem. Gut vorne, Mons Köster haben einmal gewechselt. Aber sonst natürlich wahrscheinlich ganz hinten die einiges abgeben mussten. Schernhammer auf seiner 20 geblieben. So, Guerra jetzt gegen den Teamkollegen wieder. Und Schernhammer kommt auch noch von hinten an auf die Vierergruppe. Jetzt haben wir eine Fünfergruppe hier.
Sehr, sehr schön. 8,5 Minuten noch auf der Uhr. Nicht mehr viel Zeit. Oh nein, jetzt räumt er wahrscheinlich den ersten Atemnatten. Der räumt fast noch den Markenkollegen ab. Ah, wir haben es gesehen hier. Guerra verliert das Auto. Brückner getroffen, der da fast noch Moldenhauer getroffen hat. Und Schernhammer, der große, große Profiteur. Der müsste jetzt hier 3 Positionen gewonnen haben. Der ist da an die Gruppe rangefahren, hatte die in Sicht und sieht da die Kollision. Ist da durchgefahren und damit auf die 17. 3 Positionen gewonnen. Ja, da hat man natürlich... ja, Glück gehabt an der Stelle. Bisschen Pech für Guerra, Brückner vor allem. Und ja, Moldenhauer da. Musste auch weggehen. Zum Glück wurde er nicht auch noch getroffen. Aber hat er auch ein bisschen was jetzt liegen lassen müssen. So, Jeff Ewerts, der hat natürlich da auch quasi profitiert. Denn der hat da etwas Luft nach hinten gewonnen. Naja, obwohl geht. Eine Sekunde hat er Vorsprung. Aber dafür ein Porsche hinter sich. Und nicht den Teamkollegen. Wird er mitbekommen haben im Rückspiegel. Aber bin gespannt, ob Schernhammer sich nochmal den Jeff Ewerts holen kann. Sagen die schnellsten Runden in diesem Stint. Ja, Schernhammer eine halbe Sekunde schneller fast. Also könnte sein, dass wir da nochmal was sehen. Nochmal kurze Aufregung hier. So, jedenfalls passen wir nicht so viel. Daniel Pei jetzt hier nochmal dran an Dennis Käser. Ja, müsste das eigentlich auch bald den Angriff geben. Auch hier die schnellsten Runden einige Zehntel auseinander. Der Hintermann ist hier schneller. Ah, jetzt hier schön dicht hinterherfahren, auch super unangenehm. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wolfgang Busch mit einer gelben Flagge. Das müsste nach der Corkscrew die Linkskurve sein, vor der vorletzten Kurve. Guck mal, Peter Lindner, ob der noch vorbeikommt. Der ist nämlich direkt dahinter. Er hat es nicht ganz geschafft, ist also hinter dem Honda jetzt. Aber vielleicht holt er ihn sich nochmal. So, jetzt ist er schon dran an Ewerts. Also das könnten erfolgreiche letzte 2 Runden gerade werden. Oder die letzten beiden Runden wären sehr erfolgreich, wenn er hier nochmal vorbeikommt. Nicht zu spät auf die Bremse gehen. Ganz, ganz dicht dran. Aber keine Berührung. Gucken mal hinten raus. Dahinter haben wir Moldenhauer. Sechseinhalb Minuten noch. Ja, Strafen halten sich in Grenzen von ACC. Eine SG30. Sonst hatten wir nur die 2 DTs von der Rennleitung. Die Strafen, die noch aus dem letzten Rennen resultierten. Sonst ist in den Boxengassen alles gut gegangen. Ja, Cuts sind hier jetzt eher kein großes Problem. Wenn du hier mal cuttest, dann hast du ganz andere Probleme. Nämlich, dass du meist in die Wand reinguckst. Und daher nicht so verwunderlich, dass wir nicht allzu viele Strafen heute gesehen haben. Aber ist ja auch gut so. Dann haben wir umso mehr Zweikämpfe. Ja, wir haben gerade sehr, sehr viele Zweikämpfe, wie wir sehen. Hier haben wir einen. Dann haben wir mal aus Keim haben wir gesehen. Arning jetzt nochmal hier rangekommen an den Porsche von Pfaffenroth. Vielleicht sehen wir da nochmal was. Davor noch ein AMG. Ist aber eine Überrundung, glaube ich. Die 85 ist das. Das ist Thomas Scheffert auf der 30. Also Platz 25, 26. Überrunden jetzt Platz 30 gleich. Ja, mal gucken, ob das gut geht. Lässt da schon sehr viel Platz, der AMG, dass die auf der Innenseite vorbei können. Also hat keine große Zeit gekostet. Aber Arning jetzt hier im Windschatten mit dem Ferrari gegen den Porsche. Auf der Startzielgeraden einmal über den Hügel rüber. Ist aber noch so weit weg, als dass er da angreifen könnte. Da wird er nicht vorbeigehen. Ein paar Meter dahinter auf der Startzielgeraden haben wir noch Moritz und Kipfer im Zweikampf. Und Daniel Pei, ja, hinter Käser noch. Schauen wir mal, was da noch so geht. So, Jan Butch am Honda dran. Schröter eben und 7-8 auch nochmal, ja, im Zweikampf. Also da wird es wieder doch einige nahezu Fotofinishes geben. Steffen Rosse kann den Abstand auf die 3. Position ja nur zeitweise verringern. Unter 2 Sekunden jetzt gerade mal wieder. Aber könnte für Bergold das 3. Podium in Folge werden. Ja, Mons auf der 1 wäre sein 2. Sieg im 3. Rennen. Ewerts ja in der Gesamtwertung 2. Ist hier ja nur, wo war der? Auf der 16 unterwegs. Ein bisschen der Verlierer, was die Gesamtwertung angeht heute. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich entscheiden soll. Hier sehen wir einen schönen Zweikampf. Schön dicht an dicht. Jetzt der Honda gegen den Porsche im Windschatten. Reicht das jetzt hier, um vielleicht einen Angriff zu setzen? Geht der Porsche auf die Innenseite oder bleibt er außen? Ah, da ist die Innenseite so halb offen. Aber Patrick Schröter geht da nicht ganz rein. Er hat aber gereicht, um da den Porsche mal rauszudrängeln sozusagen. Hat ihn da ein bisschen unter Druck gesetzt. Vielleicht gibt es auch direkt den Konter jetzt auf der Innenseite in die Rechtskurve rein. Gibt's nicht, damit Schröter jetzt vorbei an Emons. Ja, es rutscht schon ein bisschen weg. Aufpassen. Haben wir heute schon gesehen. Auch hier vor allem in der Kurve am Ausgang. Nicht so weit rauskommen. Uns rutscht man da direkt mal weg. Aber Patrick Schröter ist jetzt vorbeigegangen. So, Schernhammer. Der muss sich gerade, glaube ich, überrunden lassen hier vom Honda. Genau, müsste einer von weiter vorne sein. Rosse. Ja, Rosse war das hier.
ohne Probleme. So, was hatte ich denn noch gesehen? Ah, die anderen zwei Kämpfe jetzt eine Sekunde Abstand. Also da könnte sich nochmal was entwickeln. Müssen wir aber beobachten. So, kommt Jabutsch nochmal ran an den Honda. Position verloren. Ja, also auf dem Papier, wie gesagt, musste ja gleich eine DT antreten. War da fast nach ganz hinten gefallen, deswegen. Ja, realistisch gesehen ist er sogar sehr gut nach vorne gekommen. Hat da ja mal locker 20 Positionen gewinnen können. Sicherlich viel profitiert durch irgendwelche Unfälle. Hat sich selber ja auch mal weggedreht. Aber haben auch einige Überholmanöver vom M6-Piloten gesehen. Also das war auf jeden Fall ein interessantes Rennen für ihn. So, Scherenhammer. Ja, jetzt doch noch nicht vorbei an Guerra. Ganz im Gegenteil. Oder was heißt im Gegenteil? Die kommen beide nochmal ran an Pierre Brückner. Oder warte. Gerade etwas verwirrt. War der nicht dahinter nach vorhin? Oh, da hinten Detlef Keep rausgekommen. Auf der fünften Position. René Brey, der kam da noch nicht vorbei. Der ist noch einen Tick zu weit weg. Aber sein Teamkollege müsste, glaube ich, vorbeigegangen. Siehe, Rosse auf der 4, Keep auf der 5. René Brey auf der 6, 1,5 Sekunden, aber nur noch dran. Dazwischen noch ein Lamborghini. Michael Haaf könnte das sein auf der 21. Da geht es jetzt auch vorbei. So, aber am Brückner rum ist es trotzdem sehr, sehr eng. Also Schern haben wir dahinter, Guerra. Oh, was machen die denn hier? Was war da denn los? Die 23 war das. Das war Jeff Ewerts. Na, hat dann mal auf die Innenseite vom Aston Martin geguckt. Oh, ein bisschen angestupst hier, da staut sich's auf. Und da ging noch der Aston Martin rein, verliert dann die Position hier. Aston Martin jetzt hier wieder hinter Moldenhauer. Die beiden Aston Martins haben wir eben schon gesehen hintereinander. Da waren sie aber hinter den, glauben beiden Hondas war es vorhin. Also einige, ja, Positionstausche sehen wir hier. Moldenhauer halbe Minute nach vorne. Das wird also kein Thema mehr sein, weiter nach vorne zu kommen. Der hat jetzt nämlich vier Autos hinter sich. Nämlich hier Brückner, Guerra, Ewerts und Scherenhammer noch hinter dem Honda hier. Der da, glaube ich, überrundet. Also der wird sich da durch die Gruppe vielleicht nochmal kämpfen müssen. Und Emons, ja, bleibt dran am Honda von Schröter. Platz 7, Platz 8. Mal gucken, ob er die Position wiederholen kann. Wir hatten ja vorhin das Überholmanöver in Kurve 1 gesehen. Und jetzt geht es tatsächlich schon in die letzte Runde rein. Das heißt, die haben noch die Runde und noch eine Runde. Mal gucken, ob sich Schröter auf der 6-7 halten kann. Ob er Platz 8 wird. Irgendwas von beiden wird er wohl werben. Berggold. Ja, der hat jetzt wieder Luft nach hinten gewonnen. Dadurch den Fahrfehler von Detlef Keep war es, glaube ich. Also Lukas Berggold da ein bisschen Glück gehabt im zweiten Stint, dass da hinter sich oder hinter ihm ein bisschen was passiert ist. Aber hier das dritte Podium in Folge wird er wohl nach Hause fahren. Denke mal, wird auch erstmal Erster bleiben in der Gesamtwertung. Wir müssen ein bisschen durchschalten. Schauen wir mal, was bei den beiden Aston Martins passiert. Er ist schon ganz, ganz dicht dran, die Nummer 4. Ah, gab irgendwo einen kleinen Kontakt da im Hintergrund, offenbar. Michael Haver mit der gelben Flagge. Ich denke mal, das wird eine Überrundung sein. Wir bleiben hier, René Moldenhauer. Muss er jetzt hier schon mal dicht ziehen. Gibt keinen Angriff von hinten. Oh, ganz, ganz dicht dran hier beim Rausbeschleunigen. Aber kein Kontakt, das ist ganz wichtig. Auch die sind jetzt in der letzten Runde unterwegs. Hausinger, Jeff Ewerts. Gab es irgendwie gelbe Flagge? Schauen wir 20 Sekunden zurück. Was haben wir denn da verpasst? Jeff Ewerts hier. Da gab es Lichthupe. Okay, aber Scherenhammer ist da auf jeden Fall vorbeigezogen. Ah, Ewerts sehr langsam. Ich hoffe, alles gut da. So, wo ist der Erste? Nicht, dass wir da was verpassen. Na, jetzt ist er gerade über die Ziellinie gefahren. Stefan Mons gewinnt also das dritte Rennen hier. Das ist sein zweiter Sieg im dritten Rennen. Dann Tim Köster, ja, von der 1 gestartet, aber konnte dann nicht wirklich gefährlich werden. Auf der 2, Lukas Berggold mit seinem dritten Podium im dritten Rennen. Wenn er das jetzt hier nicht auch noch versemmelt. Oder, was heißt auch, wenn er das hier nicht versemmelt in den letzten Kurven. Dann gab es nochmal irgendwie Kollision. Ja, wir bleiben mal kurz drauf hier für den Drittplatzierten. Jetzt am Ende waren es doch knapp 9 Sekunden Vorsprung. Also der Ferrari-Pilot von Racing Quest, der Führende der Gesamtwertung, holt sich hier auch nochmal gut Punkte. Da ist es jetzt auch offiziell. Wir schauen nochmal hier hin. Letzten 2-3 Kämpfe hier. René Brey muss hier nochmal verteidigen. Auf der 6. Position liegend. Schauen wir mal, aber wenn er das jetzt hier nicht versemmelt in der letzten Kurve, dann kann da nicht mehr so viel passieren. Die Linie kommt relativ spät, aber könnte doch mal eng werden, oder? Ah, nee, reicht. Der Honda nochmal dran, aber am Ende bleibt es bei 6, 7, 8 in der Reihenfolge nach einer Stunde hier innerhalb von 2 Sekunden.
So, wir kommen als nächstes über das Ziel. Anwand auf der 9, Chris Haya auf der 10. Position, leider zurückgefallen. Peter Lindner, ja, positionstechnisch mit einem guten Rennen auf jeden Fall. 11 Positionen gewonnen. Hat nicht ganz für die Top 10 gereicht. Direkt dahinter Wolfgang Busch, bisschen verloren. Jan Butsch dahinter, ein bisschen verloren. Weggel, der ist schon in der Box. Kleine Keimer, auch nicht mal ein Cruise vorbeigekommen. Balk Moritz fährt jetzt in die Box hier hinter Pfaffenroth auf der 27. Nick Kleefeld steht in der Box. Geh mal nach hier vorne. Nochmal fahren hier. Ein paar schöne Bilder bekommen. Da sehen wir nämlich gleich die ersten drei hier wunderbar. Wir gehen mal ins Studio. So, ach, schönes Bild da im Hintergrund. Ja, was für ein Rennen, aber das war ja abzusehen, dass das zumindest mal unterhaltsam wird, würde ich mal behaupten. Ja, hatten doch einige Kollisionen am Start, hinten gleich mal zwei weggedreht in der ersten Kurve, dann die ersten Runden immer mal wieder Kollision beim Überrunden, auch nicht immer alles gut gegangen. Ich denke mal, meistens ja, aber wir haben auch ein paar Unfälle gesehen, einige Fahrfehler. Eine SG30 hatten wir, zwei DTs gleich am Start, hatten ja vorne nicht wirklich was zu gucken. Platz 3 war mal kurzzeitig gut umkämpft, damit 4-5 Autos, hat sich da leider ja auch beim Überrunden ein bisschen auseinandergelebt. Mittelfeld hatten wir einiges, ja, war keine langweilige eine Stunde, ich glaube, da hatten wir immer was zu gucken. Ja, wo sind wir nächstes Mal? In 2 Wochen sind wir dann noch Watkins Glen, auch eine schöne Strecke. Mal gespannt, was da dann so gehen wird, gucken uns dann natürlich die Gesamtwertung an. Die habe ich jetzt leider so schnell nicht ausgerechnet. Aber ich schaue mal, wo wir euch nochmal hinraiden könnten. Dürfte noch ein bisschen was los sein. Guck mal kurz. Ist hier noch was los? Huch, Twitch will gerade nicht. Okay. Funktioniert hier gerade alles nicht. Egal, wir versuchen trotzdem mal zu raiden. So, raiden wir mal zum Eismann rüber. Ich hoffe, der fährt noch, weil ich denke mal schon. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich denke, war ein ganz nettes Rennen hier. Wir sehen uns Samstag wahrscheinlich. Da haben wir wieder VCO LFM. Nochmal das Nachholrennen im M2 auf Paul Ricard 6 Stunden. Ich denke mal, werden wir uns sehen. Ich bedanke mich für die Follows, bedanke mich fürs Zuschauen. Wir gehen rüber, aber irgendwie funktioniert das gerade alles nicht. Kann das sein? Irgendwie funktioniert der Raid gerade nicht. Naja, das machen wir so aus. Und dann, ja, wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Abend. Wir sehen uns dann die Tage auf jeden Fall. Vielleicht auch schon Samstag, Sonntag. Mal gucken. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.